da ändert man einmal irgendwo was irgendwie am Layout und dann ändert sich bei OBS direkt mal alles überall. Schrecklich. Einfach nur schrecklich. Nichtsdestotrotz, wunderschönen Sonntag und so weiter. Hier, morgens, ja, schönen guten Morgen und so. Meine Güte, schön abartig durch den Wind. Man sitzt 10 Minuten eher da und freut sich wie so, weiß ich nicht, wie so ein Panda, ja. Und dann kommt so ein Scheiß. Ohne auf Näheres einzugehen, aber manchmal ist OBS sehr anstrengend. Muss ich ja sagen. Und OBS Streamlabs ist da nicht besser. Tatsächlich. Aber egal. So, wie, was, wo? Animal Crossing, Rüben Einkaufsstream hier. Ich hoffe, ich habe alle Fenster so, wie ich sie gerne hätte. Das wäre total hilfreich. Und so. Also irgendwie so, jetzt geht's los, aber ich warte mal noch ein Minütchen oder so. Ach so, ja, wir sind noch bei Layers of Fear. Scheiße. Ach Mann, warte. Ja, siehst du, hat nämlich noch gar nicht angefangen hier. Fuck. Jetzt ging natürlich auch wieder hier die Live-Benachrichtigung so raus. Ausgezeichnet. Danke, OBS, für diese Zerstreuung hier am Sonntagmorgen. Falls da jetzt jemand im Stream ist, gerade dazugekommen ist. Hallo, ich sehe gerade nichts. Weil ich woanders rumspringe. So. Ja, das mit der Live-Benachrichtigung ist natürlich richtig kacke. Und sorgt für Verwirrung. Und alle, die reinkommen werden, die deswegen das so irgendwie gelesen haben, sagen, hey, das ist doch gar nicht Donnerstag. So, jetzt aber, ja. Schön. Gott, nee. Manchmal. Es ist übrigens nett von dir, Twitch. Oh, guten Morgen, Dauerengel 15. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir einen schönen guten Morgen, schönen guten Sonntag, schönes Wochenende und so weiter. Ja, Grüße auch an Twitch. Schön, dass ihr da steht, live und hervorragend und so weiter. Und habe ich denn heute... Ach, heute kann ich tatsächlich mal wieder in 720p streamen. Das ist ja toll. 720p und 1080p. Medusa, sofort herkommen. Heute kannst du zugucken. Unglaublich. Ja, Sonntag früh scheint das immer noch so ein bisschen unausgelasteter hier zu sein, das Twitch und so. Im Gegensatz zu letzten Donnerstag gegen 22 Uhr, wo irgendwie komplett Twitch abgekackt ist. Aber ja. Mann. Oh Gott, nee. Es denken immer alle, so auf Twitch streamen bedeutet, man setzt sich an den PC oder an die Konsole, drückt auf Streamen und dann sagt man Hallo und alles geht los, ja? Nö, ist absolut nicht so. Ist absolut nicht so. Und direkt Let's Play ist noch viel schlimmer. Aber naja, ich will ja hier nicht rumheulen. Jedenfalls nicht mehr als sonst oder generell. Achso, Phil4Play. Whoever Phil4Play ist, hat gestern irgendwie so zwischen den Streams einfach mal gefollowed. Phil4Play, vielen Dank. Vielen Dank, wenn du jetzt nicht da bist und das hier wahrscheinlich nie hörst oder so, aber vielen Dank für den Follow. Muss man ja auch mal sagen. Ja, Blauer Engel, ne? Bist du denn heute schon Animal Crossing mäßig aktiv gewesen? Ich bin tatsächlich gerade noch überhaupt nicht vorbereitet hier. Ach, Phil4Play, tatsächlich, ach, guck einer an. Phil4Play, hast du das jetzt schon mitgekriegt? Oder ich sag's einfach nochmal, vielen, vielen Dank für den Follow gestern, der so irgendwie zwischen den Streams reinkam. Damit habe ich jetzt absolut nicht gerechnet, dass du hier einfach mal mit reinschnellst. Und ich hoffe, du rechnest jetzt nicht mit Layers of Fear, da habe ich vorhin tatsächlich Mist gebaut und so. Heute ist Animal Crossing, wie jeden Sonntag. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber laut meinem Streamingplan ist das so. Und auch so generell kopfmäßig ist Sonntag immer Animal Crossing angesagt. Wobei wir direkt auch mal jetzt losmachen hier, verdammt nochmal. Das aus, das an. Wir haben Musik, das ist wunderschön. Alles klar. So, mal gerade ein bisschen durch die Fenster gucken. Sieht alles gut aus. Okay, mal davon abgesehen, dass noch von Trollonator 500 der Preis des letzten Sonntags da ist. Ich spiele jetzt gerade Animal Crossing. Ausgezeichnet. Sofort nach Jorna suchen, bitte. Und Rübenpreis und so weiter. Du müsstest ja wissen, wie es läuft hier am Sonntag. So, warte mal. Den Rübenpreis. Wir haben noch keinen Rübenpreis. Das mit Trollo ist total out. Und Schnee von letzter Woche. So ist besser.
Dann wir erstmal hier wieder ein wenig durchatmen, ein bisschen klarkommen. Guten Morgen, es ist Sonntag, der 10. Januar 2021, 0.05 Uhr. Ja, wir sind ein bisschen spät dran. Aber mein Gott. Für diejenigen, die hier das erste Mal dabei sind, also von 9 bis 10 mache ich Standardgedöns, was hier den Tag über abläuft. Phil 4 Play hat direkt mal einen Rübenpreis von 110 Sternis. Ich will mal Euro sagen. Von 110 Sternis, das ist, glaube ich, sogar das Maximale, aber es ist auch tatsächlich das Minimale, was wir bis jetzt heute hier gehört haben. Mein Facebook, mein Panda, ist ein bisschen größer als sonst, kann das sein? Kommt mir jedenfalls gerade so vor. Egal. Das heißt, wenn hier bis um 11 nichts anderes reinkommt, werden wir 110 Euro, siehst du, da geht schon wieder los, Sternis Rühmpreis bei Phil4Play eventuell verkaufen, beziehungsweise kaufen gehen, wenn er einen Dodo-Code bereitstellt. Wenn da Phil steht, gehe ich mal davon aus, du bist ein Eher. Ne? Ich hoffe, das ist richtig, ansonsten sorry. Und so, und ja, also wie gesagt, von 9 bis 10 werde ich hier das tägliche Standardgedöns abziehen und natürlich auch meine Jorna suchen. Und um 10 gucken wir dann, wer den niedrigsten Preis zur Verfügung stellt. Du bist eine Sie tatsächlich. Okay, dann tut's mir leid. Wie gesagt, bei Phil habe ich jetzt tatsächlich mit männlich gerechnet. Naja, macht ja nichts. Alles gut. So, und um 10 geht's dann los. Wie gesagt, zu dem Dodo-Code mit dem günstigst zur Verfügung gestellten Rübenpreis oder halt auch bei mir. Mal gucken, wie es aussieht. Heute gibt's keine Neuigkeiten. Ja, danke, Melinda, danke schön. Videochat mit Eltern, ja, den kennen wir alle schon, okay. Also siehst du, Blauer Engel 94. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Dann können wir da gerne vorbei schneien, so gegen um 10, wenn du nichts dagegen hast. So, aber bis dahin, was gab's die Woche jetzt für Neuigkeiten bei mir auf der Insel? An sich haben wir jetzt einen neuen Bewohner. Ich überlege gerade, ob Marianne war, glaube ich, letzte Woche schon neu, ne? Will ich mir ein. Marianne, rosa Tintenfisch. Ein bisschen Post ist reingekommen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Also ich muss jetzt gerade mal echt tatsächlich auf den Kalender gucken hier. Der dritte. Der 3. Januar war tatsächlich ja. Okay. Da hatten wir schon einen Stream. Und irgendwie hat hier Mama zwischendurch mir noch Post geschickt, okay? Mein lieber Jay, ich habe mir für das neue Jahr vorgenommen, mich öfter künstlerisch zu betätigen. Wenn meine Kreativität eine Blume wäre, so stünde sie in diesem Jahr in voller Blüte. Mit künstlerischen Grüßen, Mama. Was hat mir Mama dazu geschickt? Achso, ich bin heute übrigens sehr trendy unterwegs. Guten Morgen, Cleo Unicorn. Auch dir einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen Sonntag, wunderschönes Wochenende. Restwochenende, muss man ja leider sagen. Und so. 2001, achso, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, im Laden beziehungsweise im Shop hier auf der Insel, gibt es bei Jahreszeiten gedönst das ein oder andere zum Neujahr. Sowohl global als auch für bestimmte Länder, Korea, Japan, China, glaube ich. Wie ich das gesehen habe, mussten wir natürlich alles kaufen. Ist begrenzt nur verfügbar bis, 19., 17. oder sowas Januar. Also da auf jeden Fall mal reingucken, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. 105.000, okay. So, und JVM von letzter Woche. Beziehungsweise Trollonator. Ausgezeichnet, da ist noch was. Genau. So, weg damit. Mama, Brief bleibt erhalten, alles klar. So, Loop Direct. Achso, die Zinsen. Stimmt. Meine Güte. Ich hab meine Rüben letzte Woche mit Mittwoch oder Donnerstag losgeworden für ordentliche 130 Sternis. Also zumindest Gewinn gemacht. Ja, das ist ja immer so irgendwie die Hauptsache. Soweit mehr will man da eigentlich nicht erwarten oder kann man da nicht erwarten. Beziehungsweise sollte man nicht erwarten. Gewinn ist Gewinn ist Gewinn. So, da muss ich mal gucken. Geschenk von Mama. Gemälde von Mama. Was, ein Gemälde von Mama oder ein Gemälde von Mama? Und wo stelle ich das hin? Ich park das erstmal hier, weil ich jetzt nicht weiß, wohin mit Mamas Gemälde. Achso, Mamas Gemälde geht nicht zu platzieren. Alles klar. Dann müssen wir damit wohl doch in die Bude rein. An die Wand oder so. Ach ja. Habt ihr ein schönes Wochenende gehabt bisher? Bei mir war es so semi. Bei mir war es so semi. Ich lasse mir seit Anfang Dezember tatsächlich mal wieder ein Vollbart wachsen, weil ich habe nichts anderes zu tun. Und am Freitagabend wollte ich den trimmen. Ich wollte den trimmen auf so 5 mm wieder. Also halt einfach mal durchcutten, von wegen, dass alles auch ordentlich gleichmäßig lang ist.
und habe dann vergessen, den Trimmaufsatz draufzusetzen und habe mir eine Kerbe in die Wange gehauen. Also in einmal Kahlschlag quasi auf der Wange veranlasst. Ja, da habe ich erstmal ein bisschen geheult. Und dann habe ich den Rest angepasst. Toll. Ja. Was habt ihr Schönes getrieben? Hat es Donnerstag kaputt? Oh, stimmt. Und wurde an mir kurz überrascht. Das war mega süß. Oh, herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag, Cleo Unicorn. Ja, Geburtstag habe ich bei Animal Crossing tatsächlich auch schon durch. Wer hat bei dir die Geburtstagsfeier geschmissen? Bei wem zu Hause war das? Erzähl mal. Während ich Mamas Gemälde aufhänge. Ah ja. Mamas Gemälde. Oh, wunderschön. Muss man ja einfach mal sagen. Ist das Mama oder nicht? Meine Mama sieht aber ganz anders aus, obwohl die auch Mama heißt. Weiß ich nicht. Und was hast du geschenkt bekommen? Also, in Animal Crossing. Alles andere kannst du natürlich auch gerne erzählen, musst natürlich auch nicht. Und ansonsten, ja, Festbogen. Ich werde den Blödsinn ja einfach mal auspacken. Pico. Pico, der Charakter. Warte mal, das muss ich jetzt gerade mal selber googeln. Man kennt ja nicht alle bei Animal Crossing. Pico mit CK bestimmt. Ah ja, okay. Pico mit CK ergibt bei mir einen strange aussehenden, sportlichen, männlichen Vogel mit der Floskel Flatter. Und Angriff ist die beste Verteidigung. Nett. Bei mir war es Morpheus. Hätte ich nie mit gerechnet. Ich hatte ja gehofft, dass das Fatima ausrichtet und dass wir da zu zweit schönen Geburtstag feiern, aber nö, die ganze Rasselbande war da und es war Morpheus. Aber naja. In Animal Crossing habe ich komische Dinge bekommen. Ja, das kommt mir bekannt vor. Büffelsternzeichen. Wo habe ich denn Büffelsternzeichen her? Achso, ja gut, das war auch halt im Shop. Ich baue das hier einfach mal gerade so hin. Damit man... Ausgezeichnet. Damit man sich das mal ein bisschen angucken kann. Ich liebe es. Du setzt etwas auf einen Tisch und möchtest das auf den Tisch gesetzt sind, vielleicht noch zurechtdrehen und drehst den ganzen Tisch. Danke, Nintendo. Genau so macht man das, ja. So, Kagami Mochi. Das sind Süßigkeiten. Also, wer es nicht weiß, Mochi ist ein sehr beliebte, absolut oberbeliebte Süßigkeit zu Neujahr in Japan. Und das sind aus Reis zu Klump, ja, zu Klump gehauene Reis. Ist das soweit und schön süß und so weiter und mit Pflaumenfüllung und dem ganzen Blödsinn. Ja, manchmal auch mit, also gibt es 20 Milliarden Sorten oder sowas. Und in Japan gibt es sehr, sehr, sehr viele Unfälle zu Neujahr, zu Silvester. Und nicht aufgrund von wegen Böllern oder sowas, sondern weil sich ganz viele Leute an Mochis verschlucken oder quasi sogar... Einige sogar dran ersticken. Ja, also die sind so ultra klebrig und irgendwie genau gerade so groß in der traditionellen Form. Also das sieht man hier beim obersten, der ist vielleicht sogar noch ein bisschen zu groß. Die sind ungefähr echt so groß, dass wenn du die in den Mund nimmst und vielleicht aus Versehen hinterschluckst, ja, dass die, beziehungsweise in die Luftröhre kriegst, dass die genau die Luftröhre verstopfen. Das ist so widerlich eigentlich, aber die schmecken so geil. Also ich rate eigentlich jedem nur, wenn ihr mal Mochis kauft, beißt mindestens einmal ab, dass die Bissen nicht zu groß werden. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht mal mit einer Kirsche oder sowas erlebt habt. Es ist nicht schön, das in die Luftröhre zu kriegen. Und bei einer Kirsche kann man es eventuell noch raushusten. Ich hatte mal ein halbes Gummibärchen in der Luftröhre. Ekelhaft. Total Panik geschoben. Ich habe noch Luft gekriegt, aber es ist ein ekliges Gefühl. Egal. So. Weiter geht's. Festtagsbogen. Ui, ich glaube, der wird ein bisschen größer. Puh. Ich stell mal einfach mal hier hin. Den Festtagsbogen, ja. Plop, ja, genau. Achso, ja, Silvester habe ich übrigens nicht in Animal Crossing verbracht, sondern bei Kumpels. Das nur so am Rand. Also nein, ich habe nicht mit runtergezählt. Hier haben wir immer Bambus. Okay, Glücksbambus nehme ich an. Obwohl die ja eigentlich oben nicht abgeschnitten sind, sondern weiter wachsen. Und hier haben wir neuer Shimigasari. Bin ich gerade mal überfragt, was das ist. Ich hänge es einfach mal hin. Ungefähr so. Ach ja, okay. Das ist ja einfach ein Geflecht oder so. Alles klar. Nett. Sehr nett. Dankeschön. Ja, Mochi sind definitiv lecker. In Höhle fast einen Drucker bekommen und Parfüm bekommen. Ich überlege gerade, irgendwas mit Drucker? Das hatten wir Donnerstag schon, oder? Kann das sein?
Der Drucker kommt mir jetzt so arg bekannt vor. Ich könnte mich jetzt auch irren, aber irgendwas mit dem Drucker war. Und wenn es tatsächlich so der Fall ist und ich das vergessen habe, dann tut mir total leid. Okay, lass mal sehen. Achso, ja gut. Post durch soweit. Wir gucken nach Fossilien, Jorna und so weiter. Habe ich Geschenke dabei? Nein, ich habe keine Geschenke für meine Bewohner dabei. Muss ich unten noch abholen. Du hast Mochis immer, wenn du Nudeln isst. Okay. Also bei Mochis verhält sich es bei mir tatsächlich wie mit anderen Spezialitäten. Ich versuche die nicht zu oft zu haben, zur Verfügung zu haben, damit die Spezialitäten speziell bleiben. Ja. Ach so, scheiße. Moment. Hier wohnt ja jetzt. Oh Gott. Tressa, Tressi, Tressu. Irgendwie so. Und ich habe kein Geschenk dabei. Trita. Tressa habe ich jetzt dezent verwechselt, weil ich ja zwischendurch auch noch Octopath Traveler Let's Play auf YouTube. Aber egal. Willkommen, Jay. Bliblablub. Okay, du sollst gestern äußerst fleißig Fossilien ausgaben haben. Das mache ich jeden Tag. Trita, wenn du länger hier wohnst, dann weißt du das. Ich komme gleich nochmal wieder. Ich brauche dringend noch ein Geschenk für dich. Meine Güte. Ja, und gestern, wo wir gerade bei Octopath Traveler sind, gestern... Ja, ich heule mich jetzt gerade hier so mal ein bisschen aus, weil das kommt nicht häufig vor und ist dann total traurig und so. Gestern Octopath Traveler weiter aufgenommen und ja, nach 3 Minuten der Aufnahme gemerkt, nachdem ich mich schön reingesabbelt hatte, die Aufnahme läuft nicht. Beim zweiten Versuch 3 Minuten reingesabbelt, das gleiche nochmal, das Mikrofon war nicht an. Und beim dritten Mal hat es dann geklappt. Es ist immer schön, wenn ich sowas sehr schnell erkenne. Und das sollte man auch immer kontrollieren für die neu eingehenden Let's Player hier oder sowas. Denn nach einer halben Stunde zu haben, ist scheiße. Wenn du merkst nach einer halben Stunde, dass da absolut kein Stück Aufnahme läuft, das ist doof. Richtig doof. Was mögt ihr lieber, Nudeln oder Reis? Wo wir gerade bei Nudeln sind. Also ich habe eine ganze Weile, also zumindest wenn ich von auswärts mein asiatisches Essen hole, habe ich Nudeln präferiert, weil ich selbst nur Reis kochen kann. Also ich könnte auch Nudeln kochen, aber ich bin zu faul dazu. Bei Reis kann man nicht viel falsch machen. Bei Nudeln schon, dann wird entweder eine breiige Masse daraus oder es ist zu al dente oder sowas, wo du wirklich alle Zähne brauchst, deswegen al dente. Bei Reis ist das nicht so und deswegen, also außer Haus habe ich bisher eigentlich immer Nudeln präferiert. Habe ich jetzt tatsächlich mir abgewöhnt, weil Nudeln weniger gesund sind als Reis. Also eigentlich gar nicht. Nudeln sind eigentlich gar nicht gesund. Deswegen. Und ja, so nach Dezember kommt man dann immer so ein bisschen ins Grübeln. Wenn man dann merkt, ja, wenn so Weihnachten, Neujahr und zwischen den Jahren rum ist, hat man dann doch ein bisschen was angesetzt. Ja, manche Leute sind so wie ich. Beides, ja. Generell eigentlich, also ich würde jetzt nicht sagen, Nudeln oder Reis oder so, aber ich würde Reis präferieren nach wie vor. Also jetzt zumindest. Rauli Schuljacke, danke Trita. Und Reis ist tatsächlich eine gute Energiequelle. Stimmt, lecker. Ja, lecker, definitiv. Das ist das Schlimme dran. Alles, so ziemlich alles, was man selbst als ungesund empfinden würde, ist leider lecker. Leider. Das geht direkt schon bei Zucker los, ne? Zucker an sich, so süße Speisen an sich. Mochis sind auch total ungesund eigentlich, aber pst. Neujahr geht das. Mochis, was isst du da gerne? Also Mochis tatsächlich habe ich weniger süß, lieber als süß. Zum Beispiel mit halt so rote Bohnenpaste drinne und eventuell Sesam drüber. Die Sorte finde ich eigentlich ganz geil. Oder halt wirklich so grüner Tee. Aber so direkt süßes Zeug, da eher weniger. Das ist mir tatsächlich zu süß. Wer ist hier eingezogen? Ach ja, stimmt. Hier ist neu. Und zwar Sandrine. Sandrine ist neu dazugekommen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das schon letzten Sonntag war. Keine Ahnung. Medusa, wirst du sowas? Der ist jetzt leider noch nicht hier. Warum auch immer Medusa genau dann in dem Stream nicht da ist, wo ich ihn erstens bräuchte und zweitens, wo man auch mal wieder die Betrachter einstellen könnte, beziehungsweise die Auflösung bei Twitch. Mann, so schlecht eigentlich. So, Sandrine ist aber auch gerade nicht zu Hause. Das war ein dezenter Glücksgriff tatsächlich mit Sandrine. Denn endlich mal ein Charakter mit einem ordentlichen Einrichtungsgeschmack. Hahaha. Ja.
Bei AC, und das sieht doch, er sieht doch richtig gut eingerichtet aus, tatsächlich. Muss ich sagen. Wenn sie jetzt zu Hause wäre, dann könnte ich euch das total beweisen. Aber so leider nicht. Ja, sie wohnt asiatisch angehaucht, hat aber auch so ein wunderschönes, wie soll ich sagen, also sie hat Bett drin, sie hat einen Tisch drin, sie hat eigentlich alles drin. Oh, hallo Gold. Und nicht so wie manche, wo ein Bett fehlt, ja. Oder zum Beispiel, Frieda, die Pinguindame, die ihr Klo im Eingangsbereich hatte und hinter der Trennwand, dann hinter der Eisblock-Trennwand, die Leseecke. Das fand ich alles ein bisschen seltsam. Aber naja, manche Bewohner sind anscheinend so. Oh, Mensch, ich glaube, ich hatte schon Ewigkeiten nicht mehr gehabt, dass einfach alles nur Stein war. Hat diesmal auch wieder nicht hingehauen. Einmal Lehm dabei gewesen. Sachen gibt's. So, haben wir das auch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Doro ist zu Hause. Das ist gut. Diese verdammten Lieder. Dass sie nicht einfach mal auch zwischendurch wechseln können. Also, nee, die wechseln ja zwischendurch. Aber ich meine so generell. Du hast Lieder, die hörst du jeden Tag. Das gibt's ja nicht. Ja, ja, ja. Gerade an dich gedacht und so weiter. Ich würde tatsächlich gerne ab und zu mal wissen, was die Bewohner für Hausbewertungen haben. Und die könnten auch mehr in ihren Wohnungen machen. Ich finde es ganz geil, dass die Geschenke mit einsortieren. Also hier sieht man zum Beispiel, ich habe hier irgendwann mal den Fisch geschenkt und letztens irgendwann, jetzt hat sie gerade einfach mal mitten in der Wohnung umgezogen, okay, als Besuch da war. Und hier die Dingens. Aha, ich will demnächst eine richtig berühmte Girlband gründen, nächste Woche oder so. Ah ja, bis dahin will ich auch noch kurz lernen, wie man Cello spielt. Ja, es ist ein Cello. Bei Cello denke ich immer an Klavier. Warum auch immer. Meine Güte. Beim Gesang ist es schon perfekt. Oh, ausgezeichnet. Okay, hat sie von mir geschenkt bekommen. So wie hier zum Geschenketag, Spielsachentag, das Hündchen. Finde ich nett, dass das alles einsortiert wird. Aber die könnten sich echt mal ein bisschen noch mehr, weiß ich nicht, mehr ändern ab und zu mal. Fänd ich gut. Genauso außen. Also es wäre schön, wenn die selbst sich auch so ein bisschen um ihr Grundstück kümmern würden. Wenn man dann quasi vielleicht sogar selbst mit dem Zaun festlegen könnte, wo wirklich ihr Grundstück ist. Nicht nur einfach optisch, so wie ich es jetzt hier gemacht habe, sondern dass sie dann auch wirklich sich primär um ihre Blumen kümmern oder so. Um ihre Blumen. Augenmerk darauf, ja, nicht alle Blumen auf der Insel oder so. Aber naja, alles Wunschdenken, was nie eintreffen wird. Da ist auch schon wieder meine Schaufel kaputt. Die gute Designer-Schaufel, Gott sei Dank habe ich noch eine. Gleich neben der Angel, sehr gut. Nein, das war ein Baum, das war kein Loch. So, und ansonsten, wer hier regelmäßig dabei ist und oder öfter dabei ist oder neu dabei ist, morgen der nächste Stream, tatsächlich Montag gegen, diesmal wird es wieder tatsächlich wieder ein bisschen später, 18.30 Uhr geht es bei mir leider erst los, weil ich vorher arbeiten darf, ja, bis 18 Uhr oder so. Und dann morgen haben wir eine Kollaboration mit GC Ruby, deren Stream ich, beziehungsweise Channel ich gerade mal hier einblenden werde, wer da eventuell mitfollowen möchte oder so. Mit GC Ruby, wir spielen morgen Battle Block Theater und zwar im Koop. Ja, und da geht's bei mir los und mal gucken, wenn es Spaß und Lust und Gaude macht, machen wir das vielleicht direkt bei ihr im Stream weiter. Oder so, mal schauen. Hallo Morpheus. Ja, und Donnerstag dann tatsächlich wie letzte Woche, am Anfang Timespinner und danach dann Layers of 4 weiter, wo wir vielleicht fertig werden. Mal schauen. Ich kann es nicht versprechen. Ich bin ein sehr langsamer Horrorspielspieler anscheinend. Oder generell Spieler. Aber so muss das ja auch mal sein. Wenn ich mir überlege, dass irgendwie drei Stunden oder sowas sagt How Long to Beat zu Layers of 4. Und wir sind jetzt bei 2 Stunden oder so, aber gerade mal so ungefähr bei einem Drittel oder so, ja. Also mir persönlich kommt es nicht so vor, als würde ich sehr unbedingt trödeln. Aber ich gucke mir halt gern die Umgebung an, auch wenn ich mich eigentlich gruseln sollte und das auch definitiv tue. Gerade daher, deswegen gehe ich, glaube ich, ein bisschen langsamer vor. Aber Dizzy zum Beispiel hat dieses für 4 Stunden angesetzte Spiel in irgendwie 3 Stunden durchgespielt. Das wäre mir zu schnell. Das wäre mir zu schnell tatsächlich. Ich weiß nicht. Ich habe mir den Stream-Mitschnitt bei ihm noch nie angeguckt. Habe ich aber definitiv vor.
Nachdem ich mit Layers of Fear fertig bin, wohlgemerkt. Und dann werde ich mal sehen, wo er da so schnell ist. Weiß ich nicht. Ich mache halt gerne Zeitziehen. Auch wenn es ein gruseliges Anwesen ist. Und ich schaff's auch noch nach 2 Stunden jede verdammte Schublade aufzumachen. Da oben ist Kerstin. Da gehen wir gleich mal hin. Gleich nachdem wir hier unten in der Ecke waren. Und ich habe wieder einen leckeren O-Saft hier, den ich versuche nicht sträflich zu vernachlässigen. Lecker O-Saft. Naja. Muss auch mal sein. Hat sich noch keiner beschwert. Es hat sich noch keiner beschwert, dass die Live-Benachrichtigung rausging, dass heute Donnerstag ist. Also von wegen beschwert oder zumindest gemeckert oder gemosert oder gestichelt. Hat noch keiner gemacht. Finde ich gut. Kommt bestimmt noch. Könnte ich wetten. Habt ihr die Live-Benachrichtigungen an? Mal grob in die Runde gefragt. Wo ist er denn jetzt hier hinten? Kerstin! Hallo. Schicken grünen Pulli hast du da an. Guten Morgen, einen schönen Tag wünsche ich dir, Kindchen. Das tut mich jedes Mal wieder irritieren tun, dass sie zweimal quasi Hallo sagt. Aber naja. Hemdsärmelig im Polunder, liest sie. Und hat einen Polunder an. Das ist ja unglaublich, Kerstin. Du gehst immer so in deiner Rolle auf. Ja. Hast du an. Deswegen hast du es wahrscheinlich mitgekriegt. Und dann hast du dich auf Layers of Fear gefreut. Und dann entschieden, Animal Crossing ist auch toll. Ja, das war mir voll peinlich. Habe ich heute früh total vergessen, das umzustellen. Kommt leider mal vor. Irren ist männlich. Kennt ihr ja, wisst ihr ja. Da ist Marianne und Jorna. Gleich kommen wir zu Jorna. Jorna, erzähl mal. Jetzt bin ich gespannt. 94 bis jetzt Sternis haben wir. Ja. Ah, Animal Crossing. New Horizons ist super. Dankeschön. Alles klar. 104 bei mir. 104. Ich liege da aktuell dazwischen. Da nach wie vor 94 Sternis. Von Blauer Engel. Ja, von Blauer Engel. Und eventuell dann mit einem Dodo-Code mal schauen. So, machen wir erstmal weiter. Ja, ich habe heute übrigens ein sehr fesches Outfit an. Wer letzte Woche Sonntag dabei war, das war ein bisschen grenzwertig. Heute habe ich mich tatsächlich mal ein wenig vernünftiger angezogen. Ich weiß gar nicht wieso. Schön mit einem Rentierpulli und einer Pudelmütze mit einer Stoff. Schirmpudelmütze, die ich so im wahren Leben nie aufsetzen würde. Aber egal. In Animal Crossing darf man das ruhig mal machen. So, jetzt habe ich tatsächlich Marianne total vergessen. Moment. Da gehen wir direkt nochmal hin, weil Marianne ist auch bei mir so neu. Hallo Fatima. Marianne ist tatsächlich bei mir auch so neu, dass sie nach wie vor auch Geschenke bekommt. Hey Knuddelpanne, es ist immer wieder schön, dich zu treffen. Danke. Finde ich auch. Bisschen frische Luft, gute Laune. Danke. Und auch Fatima. Fatima ist mein Liebling. Fatima ist schon Ewigkeiten hier und kriegt trotzdem jedes Mal von mir ein Geschenk. Ist so. Ich meine, ich verschenke nur gesundes Obst, aber es ist ja nebensächlich. Soll ich aufmachen? Du kannst schon aufmachen, wenn du willst und auch den Dodo-Code schon mitteilen, soweit. Ich, wie gesagt, von der Planung her komme, stoße dann zu um 10 dazu. Blablabla, weißt du? Skateboard hin, Dankeschön. Kriegen Skateboard dazu? Nein? Schade. Da. So, Marianne, wo ist sie hin? Hä? Jetzt ist sie weg. Marianne hat sich weggebeamt. Oder ist sie hier zwischen den Bäumen? Nee. KK ist heute da, weil gestern Angelturnier war, okay. Ja, kann er ja. Kann er hier, kann er da. Hast du denn, Blauer Engel, hast du denn auch an deinem Geburtstag bei KK vorbeigeguckt? Hoffe ich doch. Das war Cleo Unicorn, nicht Blauer Engel. Entschuldigung, da geht's schon wieder los, weißt du. Cleo, hast du an deinem Geburtstag bei KK vorbeigeguckt? Da gab's auch nochmal eine direkte Überraschung für dich. Und hier haben wir tatsächlich Sandrine. Hallo, ich grüße dich. Flüster. Warum auch immer Flüster? Warum sie Flüster ausspricht, ich weiß es nicht. Ich versuche eine gute Zuhörerin zu sein, also komm ruhig zu mir, wenn dich mal etwas bedrückt. Danke.
Mach ich so. Nichtsdestotrotz, Marianne hat sich in Luft aufgelöst. Das gibt's ja nicht. Wie geht denn das? Wie geht denn das? Wo ist er denn hin? Hallo, Fossil. Okay, blauer Engel macht auf. Alles klar. Seid ihr auch noch so fleißig am Fossilien sammeln wie ich? Ich nehme mal an, nein. Ich mache das tatsächlich nur noch aus Gewohnheit. Viel bringen tut es ja nicht, außer halt wirklich so 10.000 bis 15.000 Sternis am Tag. Ist nicht ohne, läppert sich über die Dauer. Aber Fossilien selbst habe ich tatsächlich voll. Das ging tatsächlich am schnellsten auch. Die Fossilien. Was ist denn Marianne jetzt? Bin ich bescheuert? Hat die sich hier echt weggeschlichen? Und wo, vor allen Dingen wohin? Wohin hat die sich so schnell verzogen? Jetzt habe ich gerade gedacht, da steht es, aber nein, das ist ein Flamingo. Man kann den Unterschied zwischen Marianne und einem Flamingo erkennen, wenn man ganz genau hinguckt. Sie ist tatsächlich nach Hause. Nee, hier wohnt sie gar nicht. Scheiße. Wo wohnt Marianne? Ich muss gerade mal überlegen, wo Marianne wohnt. Achso, die ist bei Mandy eingezogen. Da, wo vorher Mandy gewohnt hat. Aber da ist auch keiner. Hier hat dann vorher Mandy gewohnt. Okay, na gut, dann nicht. Wenn sie sich rar macht. Ich mache das auch noch jeden Tag. Okay. Wir haben hier eine Nachricht an Bord. Bist du denn schon lange am Animal Crossing New Horizons zocken? Phil for Play. Oder erst kürzer. Hallihallo, alle einmal hergehört. Am 18. Januar hat Morpheus Geburtstag. Ach Gott, jetzt muss ich gerade mal gucken. Was ist denn der 18. Januar bei mir? Montag. Okay, in 2 Wochen Montag. Ah ja, okay. Da ich da arbeiten muss, werde ich das definitiv nicht verpassen. Und der Zusammenhang ist davon, dass ich... ach, da ist er wieder, okay. Dass ich während der Arbeit Animal Crossing spiele. Aber egal. Seit 20.03. Ich habe jetzt nicht den Release-Datum nicht ganz im Kopf, aber das dürfte der 20.03. gewesen sein, oder? Alles klar. Da müsste er auch sehr durchhalten mit den Fossilien. So, ich hätte mir gewünscht tatsächlich, dass Marianne dort einzieht, wo Ottokar ausgezogen ist, aber das hätte bedeutet, dass das Trita hätte ausziehen müssen. Genau, der 20.03. okay, war der Release. Dodo-Code KJ0R5. Dann werden wir das Ganze schon mal soweit einrichten hier, damit wir das haben. So, einen Dodo-Code Konrad Julius 0 Richard 5. Ich wiederhole Konrad Julius 0 Richard 5. Und zwar 94 Sternis bei Blauer Engel 15. Das kopiere ich mir, das schreibe ich jetzt nicht hin. So, warte, haben wir gleich bei Plopp. So. Na, Moment. Jetzt kein Mist bauen hier. So. Okay. Alles klar. Alles klar, haben wir. Wir kriegen's hin. Marianne bekommt auch ein nettes Obstbeutelchen. Ja, ja. Oh. Äpfel. Meine Güte. Blub, blub. Sichtschutz. Ach, guck mal einer an. Die sind doch meistens relativ teuer. Nee, Moment, der Sichtschutz, das sind die kleinen Dinger, ne? Wobei ich nach wie vor nicht weiß, was an diesem Sichtschutz sichtschützend sein soll. Wir haben noch die Flaschpost. Hört gerade so auf. Gartenfels. Den hatte ich noch nicht. Ach was. Okay, sind das die flachen? Weiß ich nicht. Mal gucken. Gucken wir uns gleich an. Erstmal den vermeintlichen Sichtschutz aufstellen. Ja, genau. Was ist denn daran ein Sichtschutz? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich absolut nicht. Kann mir das einer erklären? Ansonsten, warte mal, gucken wir uns doch mal an, was das für ein Gartenfels ist. Ach was. Der etwas größere. Und das hier darf ich seit gestern basteln. Der Obstwasserspender. Okay. Der Gartenfels. Ah ja. Schön. Gibt ja richtig viele Fels-Deko-Dinger, so, ne? Flachfels und Felsbogen und weiß ich nicht. Vogeltränk oder sowas gibt es, glaube ich, auch noch. Bilde ich mir gerade ein. Wie viele Fossilien haben wir jetzt? Wir haben 4 Fossilien. Wir sind mit den Fossilien quasi fertig. Bilde ich mir ein. Kann sein, dass ich gestern nur 3 eingesammelt habe. Aber nein, jedes Mal wieder. Jedes Mal wieder. Ich hasse es. Ich hasse es, dass man Sachen nicht fixieren kann.
Ach, Nintendo, was hast du nur gemacht? Wenn ich neben einem Zaun stehe, für Zwerge? Ja, ist durchaus möglich, ja. Wenn ich neben einem Zaun stehe und Blumen pflücken möchte, dann möchte ich nicht Angst haben, dass ich aus Versehen den Zaun einreiße, beispielsweise, ja. Also, genauso wie hier, wenn ich einen Ast aufhebe, dann will ich nicht Gefahr laufen, die Deko ringsrum zu zerstören. Das ist einfach nur lästig. Wenn man schon Flüsse und so einen Scheiß verändern kann, warum dann nicht auch einen Modus haben, wo man Sachen fixieren kann? Aber egal. Ich sage ja, also meine Theorie ist, es gibt ja diese zwei, drei Videos mit, diese zwei, drei inoffiziellen Videos mit Animal Crossing-Verbesserungen, dass Nintendo die Dinger nicht übernimmt, weil sie Angst haben, dass irgendjemand sagt, habt ihr ja alles nur abgeguckt von diesen Videos. Was meiner Meinung nach absolut nicht schlimm wäre, sondern eher von wegen, ja, wir hören auf unsere Community oder sowas. Aber naja, Nintendo sieht das vielleicht anders. Weiß ich nicht. Sehr seltsam. Egal. So, da hätten wir das tatsächlich. Haben wir noch irgendwelche... Selina ist natürlich noch nicht wach. Selina habe ich noch nicht getroffen. Die gute Frau, das gute rosa... Was ist sie überhaupt? Rosa Reh oder so steht ja immer ein bisschen später auf. Oh, achso, ist hier. So, ihr zwei. Ja, ich will was verkaufen und ja, steuerlich-rechtliche Gründe, blablabla. Ich weiß. Ich habe nicht nach den Rüben gefragt. So, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Ja, Steine brauche ich tatsächlich auch absolut nicht mehr. Das Gold, sie behalten wir, glaube ich, mal lieber. 19.000, siehst du, schon wieder 19.000 drauf. Und wie ihr seht, mein Sternenbeutel ist übervoll. Das wird schon wieder in Richtung Inventar ausgelagert. Aha. Wenn ich irgendjemand hier von euch was kaufen soll, um es zuzusenden, weil sie sowas haben wollt, wie zum Beispiel dieses nette Rotherzchenbett, dann sagt da Bescheid. Ne? Dann kriegen wir es bestimmt hin. Genauso können wir uns natürlich dann auch bei Blauer Engel treffen. Hast du schon was gefunden? Nö. Der Laden ist so elend groß. Stimmt doch gar nicht. Achso, ey, übertreib doch nicht mal. Ich brauche eine neue Schaufel. Das wäre schön. Ja, das wäre die Verbesserung definitiv, ja. Aber wie gesagt, meine Theorie, Nintendo möchte nicht zwangsläufig abgucken. Wäre natürlich schön, wenn sie mal ein entsprechendes Statement auch geben würden. Von wegen, ja, wir Nintendo, wir haben die Videos gesehen und wir machen nichts dagegen. Wir machen nicht entsprechende Veränderungen, weil, ja. Sowas fehlt immer wieder. Ich hasse eigentlich persönlich, also mir sind so Unternehmen zuwider, die zu groß werden, um einfach mal auch Fragen zu beantworten. Oder so. Ja. Also zumindest Fragen, die auch kleinere Community-Teile umtreiben. Ja. Obwohl das jetzt hier wirklich Sachen sind, die ein bisschen größer sind. Will lieber mehr Designplätze. Ja, auch wahr. Kimi, übrigens, hallo. Willkommen im Stream. Willkommen im Stream und wunderschönen guten Morgen. Und so, ja, mehr Designplätze nutze ich tatsächlich eigentlich gar nicht so. Ich habe zwei, drei Sachen selber designt, aber das nur so aus Notwendigkeit her. Wie zum Beispiel meine Nationalflagge. Meine Panda-Hey-Nationalflagge. Und hier mein YouTube-Dingens-Design, sowie meine Augenbrauen. Ja, ich habe meine Augenbrauen selber designt. Und das war's dann aber auch, glaube ich, schon. Ja. Ja, und ich habe mir ein One Piece Outfit. Ein Raffi, beziehungsweise Luffy Outfit geholt. Aber naja, das war's dann auch schon. Nicht wirklich Bedarf gehabt bisher. Nein, das ist voll. Uiuiuiui. Wo bleiben meine Moderatoren heute? Das ist ja. Es wundert mich immer, wenn die Kollegen nicht da sind. Aber naja. Man kann nicht alles haben. So, hab ich hier sonst heute irgendwie noch was auf der Insel zu tun oder vorgehabt oder sowas? Ich bin immer wieder am Überlegen. Es gibt das ein oder andere. Aber nichts, was unbedingt so furchtbar interessant wäre, dass man das im Stream macht. Wir könnten oben den Unsinn weitermachen. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Obwohl ich da immer noch nicht weiß,
ob der Platz reicht und wenn der Platz nicht reicht, ob ich es mir dann antue, da die Insel zu vergrößern. Oder so. Hier haben wir es übrigens nochmal. Halt, stopp. Nee, ist es jetzt weg? Die Designs sind weg. Die Dinger so. Na, Jahreszeiten, die saisonalen Dinger sind weg. Oder bin ich jetzt in der falschen Kategorie? Ich bin bei den Meilentickets schon wieder, ne? Bei den Meilenpunkten, ne? Scheiße. Oh Gott. Völlig verfiemelt weggequatscht hier. So, hier sind wir richtig. Gottes Willen. Ja, genau, das hier. Das wollte ich eigentlich nochmal zeigen, wer es noch nicht gesehen hat. Hier sind die nationalen Jahreswechsel-Spezialitäten, die Nintendo zur Verfügung stellt. Und aber tatsächlich einen weltweiten Bogen. Und warum auch immer, von den... Sind das die Niederlande? Das dürften die Niederlande sein, ne? Wenn ich mich jetzt nicht irre. Kann auch furchtbar peinlich werden, wenn es das nicht ist. Aber warum sind hier die Niederlande und Asien und Japan und Korea und nicht irgendwie so Deutschland oder so? Weiß nicht. Haben wir nichts Spezielles, was unser Neujahr markiert? Ich weiß es nicht. Russland. Ist das Russland? Ehrlich? Huch. Ist ja fast das Gleiche. Ist ja fast genauso weit weg oder so, ne? Guten Morgen. Guten Morgen. Jansai. Wir hatten Deutschland essen. Deutschland essen? Kartoffelsalat? das ist Russland? Ich weiß, interessant. Interessant. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie ich mir die Russlandfahne vorgestellt hätte, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, jetzt muss ich gerade mal die Niederlandfahne googeln. Naja, ey komm, es ist fast das Gleiche. Ach so, ihr hattet Berliner. Oh. Okay. Süßeste Facecam. Dankeschön. Dankeschön. Das ist Facewig, falls es jemand interessiert, der es eventuell auch mal probieren möchte oder sowas. Ja, Niederlande, die gleichen Farben, nur eine andere Anordnung. Bin ich jetzt nicht so peinlich berührt, wie ich gedacht hätte? Kann man mal verwechseln. Na gut. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, was für ein Lied da war. Warte. So, wir haben KK Safari. Das habe ich leider schon. Okay, alles klar. So, dann haben wir noch geschmeidige circa 17 Minuten oder sowas. Weil ein bisschen im Zeitplan müssen wir bleiben. Dann werden wir zu Blauer Engel reisen und für 94 Sternis Rüben einkaufen. Bis dahin haben wir aber noch ein bisschen Zeit. Soweit. Wollen wir doch mal gucken. Also wie gesagt, Selina müssen wir eigentlich noch abklappern. Jetzt ist sie da. Ui, schön. Haben wir noch jemanden vergessen? Ich habe gerade so eine Bewohnerfluktuation, dass ich durcheinander bringe, wer noch bei mir wohnt und wer nicht. Mann. Hallo Selina. Total am Werkeln. Okay, ich überlege gerade, was sie zu Weihnachten bekommen hat. Ach so, das Buch auf dem Tisch, stimmt. Hättest du ruhig mal aufklappen können. Naja. Das wird extrem cremig, meinst du? Ein Muschelwandschirm. Aha. Leg gerade Muschelwandschirm. Hatte ich den Muschelwandschirm tatsächlich schon? Interessant. Okay. Tatsächlich, ja? Tatsächlich, okay, alles klar. Wenn meine Anleitungssammlung das so sagt, dann wird das soweit stimmen. Ach ja. So, schön. Dann wollen wir mal sehen. Ja, Inventar leer machen. Theoretisch kann ich den Muschelwandschirm direkt schon wieder verkaufen, außer jemand schreit jetzt gleich in den Chat, dass ich den mitbringen soll zu Blauer Engel. Ich kann das ja mal aufheben. Erstmal, und das Gold muss auf jeden Fall weg. Ich hatte auch Selina, sie ist ausgezogen. Nein, warum das denn? Freiwillig? Und wer ist dafür eingezogen? Und war das ein guter Tausch? Also die restlichen Geschenke werden wir auch mal direkt wieder wegpacken. Weil heute ist Platz geboten. So. Dann wollen wir mal sehen, wie das... Ja, ich glaube, wir machen so
stressige 15 Minuten am Onsen weiterbauen. Mal schauen. Na, es gibt ja Leute, die haben den noch nicht mal gesehen bei mir. Deswegen, meistens ist ja so, wenn man zu nah an einem Projekt dran ist, dann sieht man nicht, wie man das gut verbessern könnte. Deswegen ist das immer gut, das Ganze mit zumindest mal Zuschauern zu zeigen. Ich habe jetzt Bocki. Okay. Willst du damit sagen, du hast jetzt Bock auf Anreisende oder du hast jetzt eine Bocki, also eine Bockwurst? Beides könnte ich verstehen. So, hier haben wir den nach wie vor relativ provisorischen Onsen-Bereich. Letztes Jahr. Letztes Jahr war das, wo ich den angefangen und präsentiert habe, was ich mir so vorstelle. Deswegen werde ich es gerade nochmal wiederholen. Ich möchte einen zweigeteilten, also in zwei Geschlechter unterteilten. Bocki ist süß. Ach so, den Bewohner, alles klar. Bocki ist da jetzt für Selina eingezogen. Alles klar, jetzt bin ich. Bin ich da. Bin ich auch beim Thema wieder angekommen. Also, zweigeteilt in männlich-weiblich Onsen-Bereich, wobei natürlich gewährleistet werden sollte, dass man hinten und vorne, also wir als Zuschauer reingucken können, so wie wir es jetzt haben hier, aber dass Leute, die von hier vorne kommen, wo der Eingangsbereich sein soll, nicht beim Rübergehen in den anderen Bereich reingucken sollen. Dem Bewohner, genau. Ja, Habe ich jetzt langsam verstanden. Langsam verstehe ich sowas immer. So, das heißt, ich hatte mir da so gedacht, entweder wir bauen hinten. Achso, nee, ich hatte hinten schon den Weg lang gebaut. Stimmt. Das Problem war, zu gewährleisten, dass man da auch lang gehen kann. Warte mal. Das war nämlich irgendwie so. Ach nee, und hier vorne hatte ich dicht gemacht. Nee, hatte ich nicht. Okay, genau. Ich hatte hier unten den Weg lang gebaut. Jetzt müssen wir hier bloß noch nach oben. Achso, lustigerweise kommen wir direkt bei Kerstin raus. Na toll. Hätte ich das gewusst, dann hätten wir ja direkt auch das Ganze von hier in den Eingang machen können. Aber ich fände es besser, wenn der Eingang zum Onsen, egal für welches Geschlecht, exklusiv an meinem Grundstück hier vorbeigehen würde. Also quasi einfach nur von hier. Dass man in den sogenannten Bambushain hier direkt rein muss, um dann zum Onsen zu kommen. Ja, ich bin da ein bisschen... Ich bin ja ein bisschen speziell, was das angeht. Okay. So, und auf jeden Fall brauchen wir noch ganz viele Wandschirme. Wobei wir festgestellt haben, dass es davon verschiedene gibt, auch wenn die Designs die gleichen sind. Wie ihr da vielleicht seht. Die einen in weiß, die anderen in holzbraun. Okay, außerdem brauchen wir Bambusdeko. Okay. Wir könnten zumindest hier drüben auch den Pflasterbereich weitermachen. Das wäre eine Möglichkeit. Ah, hab noch ein paar Wandschirme, wenn du die haben möchtest. Okay, können wir gerne, wenn du mit bei Blauer Engel reinschaust, nachher können wir da gerne austauschen. Oh Gott, das heißt, ich habe dann relativ wenig Platz für Rüben. Ach je. Ja, mal sehen. Ich würde mal gerade hier so ein bisschen den Boden zumindest machen. Und was willst du dafür haben? Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Frage. Nom. Will nichts dafür. Das ist aber wenig. Und sonst so? So, wir brauchen das. So, und jetzt muss natürlich erstmal hier ein bisschen was weg. Das ist ja wohl logisch. So, wie viele hatten wir hier? Das sind ja mindestens 4 oder so. Und ziehen wir das mit dem Boden durch? Wir könnten das mit dem Boden durchziehen hier. Soweit. Ich mag es nicht. Ich mag es einfach nicht, dass hier... Wir sehen hier wieder das Dilemma, dass Nintendo entschieden hat, wenn Holz an Stein grenzt, dass dazwischen immer noch fucking Rasen sein muss. Ja, das verstehe ich nicht. Warum kann das eine nicht in das andere übergehen, ohne dass Rasen dazwischen ist? Mann, ey. Das ist wieder so ein Problem, weißt du? Warum macht sowas Nintendo? Das verstehe ich nicht. Guten Morgen, Medusa. Mensch, besser spät als nie. Gut, dass du da bist. Wir haben was zu testen. Teste doch mal bitte das Watchtime-Kommando, ob das bei dir geht. Bei mir geht es nämlich nicht und ich weiß nicht, wieso. Und ja, auch dir natürlich... Ah, siehst du, guck mal an. Yay, es klappt. Es klappt nur für mich nicht, warum auch immer.
Du folgst Jay bereits seit 6 Months und eine Weeks und guckst heute schon 000 Stunden. Ah ja. Ja, kannst du mal sehen. Ja, Glückwunsch, Medusa. Ich hab's geschafft, diese Watchtime-Kommando zu dingsen. Das ist aber nicht die normale Watchtime. Halt die Klappe! Halt die gefunden! Wo soll die gehen? Wo soll die gehen? Ist das, wenn das von. von dem anderen Twitch-Bot da was ist, ja? Dann nee. Einfach nur nee. Ja? Streamlabs hat jedenfalls kein automatisches Watchtime-Kommando. Das heißt, ich muss das selber einrichten. So ein Meckerfritze. Das ist ja normaler Kommando. Wir sind ja auch nicht normal hier. Ist ja so, ne? Da denke ich mir, hey, machst du was Spezielles? Ja, nicht was alle haben, aber nö. Mann. Sofort wird gemeckert. So, was viel wichtiger ist, wie ist dein Rübenpreis, verdammt nochmal? Und warum weißt du das noch nicht? Und wie lange planst du daran zu sitzen, das zu ändern? So, ja, und hier hat man übrigens auch noch das Problem, dass ich eigentlich nicht 2 Wände machen will. Ja, aber wahrscheinlich muss, weil man diese verdammten Wände nicht in die Mitte setzen kann. Wie man hier sieht, das geht nicht. Also man kann die nicht in die Mitte setzen. Nintendo, was soll das? Das verstehe ich nicht. Andererseits, man könnte es. Das wäre natürlich auch ganz geil. Oh, scheiße, jetzt habe ich eine Idee. Ich habe nur zurzeit kein Nintendo Online. Ist mir egal. Kannst du übrigens erst deine Rüben holen und dann deine Wände. Da muss ich aber zweimal Blauer Engel belasten mit Ladebildschirm. Und so können wir gerne machen, wenn das nicht so wichtig ist. So, ich habe jetzt eine Idee. Wir setzen hier eins dazwischen. Wir setzen hier eins dazwischen, wo Wasser fließt. Kannst auch zu mir kommen. Ah ja. Da müssen wir mal sehen, ob wir das zeitlich schaffen. Okay, jetzt geht es hier irgendwie so ein bisschen los. Wie sieht das mit dem Platz aus? Also hier links haben wir definitiv mehr Platz als wie rechts. Uff. Das heißt, hier muss auch wieder alles weg. Shit. Moment. Ich mach das jetzt einfach mal so, sodass wir uns das mal angucken können. Nehmen wir den ganzen Blödsinn mal weg. Dankeschön. So, hallo Royal. Schön, dass du da bist. Wunderschönen Sonntag. Wie geht's dir so? Während ich hier vor mich hin eiere. So, also hier nochmal eins ran. Dass wir das Ganze so markiert haben. So, dann hier hinten. Eins in der Richtung dazu. So. Und hier hinten nehmen wir es weg. Nee, wegnehmen müssen wir es gar nicht. Sehr gut. So, okay. Dann kommst du nämlich hier rüber. Und du kommst hier rüber. Es geht jetzt flotter, als wie ich dachte. Gut und selbst. Ja, Sonntag halt, ne? Man wird älter. Der Sonntag wird älter, bis er in den verdammten Montag hineingeht. Ja. Muss ja. Wo ist Medusa? Wo ist Medusa-Serum? Das Medusa-Serum? Ist hier. Ist hier tatsächlich. Hat also gerade mehr oder weniger noch hergeschafft hier. So, ungefähr so eventuell. Wisst ihr, was ich meine? Hallo, da ist er. Ja. Das wäre tatsächlich eine Idee. Und dann hätten wir hier auch einen Anführungszeichen Ursprung für unseren Fluss hier unten. Ja. Und definitiv eine Trennung der beiden Bereiche hier. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ah. Ja, auf jeden Fall. Jetzt könnte man die beiden hier eventuell noch eins weiter hinterschieben. Es ist halt immer noch so das Problem, wo kommt der Fluss her? Wo kommt der Fluss eigentlich her, verdammt nochmal? Ah.
Warte mal, ich mache jetzt gerade mal noch was. Und zwar hier noch so T-förmig dahinter. Dass man, wenn ich dahinter jetzt vernünftig Deko sitze, sodass man das nicht sieht, könnte man tatsächlich sagen, der kommt hier irgendwo von hier hinten aus den Felsen raus oder so. Weiß ich nicht. Wenn wir jetzt hier vorne Deko setzen, dann kommt das bestimmt eigentlich ganz gut. Zum Beispiel mit einem Sichtschutz. Das wäre doch die Idee. Das wäre doch die Idee. Da wissen wir sogar, wo einer ist. Ich weiß sogar, glaube ich, wo zwei hier sind. Mal gucken. Moment, den werde ich mir gerade mal ranholen. Und zum Ganzen allgemein haben wir sowieso nur noch so circa 5 Minuten Zeit, wenn wir das hier pünktlich durchziehen wollen. Man könnte auch Bambus in die Mitte setzen. Bambus in die Mitte. Nur ist es spät. Nur ist es spät. Jetzt hatte ich eine gute Idee. Soweit dein ist auch gut. Aber Bambus habe ich tatsächlich schon außen. Soweit. Was dann den Freiluft-Sauna, den Freiluft-Badebereich mit dem Freiluft-Sauna-Bereich oder sowas dafür das eine von dem anderen trennt oder sowas. Ja, ich weiß, ein Freiluft-Sauna-Bereich ist der totale Blödsinn. Weil wie soll da eine Sauna entstehen? Aber egal. Hallo, es ist Fantasie hier. Vielleicht ist ja unten drunter vulkanisches irgendwas, was den Boden so total warm durchwärmt, dass man auch in der Freiluft eine Sauna erreichen kann. Wo soll denn der Fluss hin? Der Fluss, warte, zeig ich dir hier, der mündet hier, mündet in den Wasserfall hier. Letzten Endes, und ich hatte es mir jetzt so ein bisschen so gedacht, dass das zumindest den Anschein erweckt, als würden die Badeteiche hier gespeist werden von diesem Fluss hier. So, der geht hier lang. Hier unten, das ist alles noch Work in Progress, ja, und letzten Endes endet das halt hier in diesem Wasserfall. Soweit. Beziehungsweise in diesem und dem einen Stückchen weiter linken. So. Achso, den Sichtschutz. Den Sichtschutz haben wir jetzt hier irgendwo. Da ist er. Ich tue das jetzt bloß mal so provisorisch. Denn der ist definitiv zu klein. Dieser Sichtschutz ist einfach mal generell zu klein. Das ist blödes Mistding, ey. Mann, ey. So, aber okay. Das ist, das mit dem Fluss gefällt mir gerade soweit schon mal ganz gut. So, Flechtkorb, Heizgerät, Bambus, Papierlaterne, Freiluftbad. Nochmal platzieren, bitte. So, es geht eigentlich. Eigentlich geht's, ne? Man sieht nicht wirklich, wo es herkommt, wenn man nicht genau hinguckt. Finde ich gut. Kann man den noch näher ran? Man kann den sogar noch näher ranschieben. Doch, das geht. Das geht. Das ist für mich obskurt genug, um so zu tun, als würde das da hinten irgendwo herkommen. Du hast Spaß. Definitiv. Vielleicht Bambuszaun. Bambuszaun. Also, ja. Ich will halt hinten eigentlich das Ganze auch frei haben, sodass man von hier aus, wenn man hier reinsteigen und sitzen könnte, dann auch tatsächlich hinten rausgucken könnte. Ja. Naja, so geht's auf jeden Fall erstmal soweit. Kriegen wir den noch ein Stück weiter rechts? Nein, kriegen wir nicht. Kann man hier eigentlich die Lampe anzünden? Nö. Schade. Na gut. Nicht so wild. Aber okay, das geht soweit. Das ist ja gar nicht so schlimm, wie ich das dachte. Da hinten ja sowieso das Steingedöns ist. Mit dem Frosch. Okay. Ja, lustig. Okay, aber hier drüben ist jetzt natürlich noch ein bisschen weniger Platz als wie auf der anderen Seite. Der Baum müsste auch noch weg. Weil diese Kirschbäume. Jetzt habe ich irgendwas abgebaut, was ich nicht abbauen wollte. Wie das immer mal wieder so passiert. Ja, ich habe hier hinten völlig versteckt einen Zaun hingesetzt, damit die Blumen nicht rüberwuchern. Ja, so macht man das. Wenn man keine Custom-Texturen oder sowas verwenden möchte. Kann ich hier lang? Nee. Schön. Muss ich tatsächlich auch sofort den Baum wegnehmen, ansonsten komme ich hier drüben nicht durch. Einmal essen, bitte. Ach ja, eine Minute noch. Ja gut, da haben wir zumindest ein bisschen was geschafft heute. Zumindest ein ganz kleines bisschen. Ich meine, ich muss jetzt noch mein Inventar leer machen. Ja, jetzt um 11. Okay, jetzt um 10. Okay. Und dann muss das hier tatsächlich eine Runde weiter rechts. Ich glaube, ich muss den ganzen Scheiß wirklich noch nach links rücken, weil ich hier einfach für den Saunabereich keinen Platz habe. Ich muss mal gucken, wie ich das mit den Bäumen mache. Mal schauen. So, aber heute nicht. Jetzt muss ich ganz klar Radatsch erstmal wieder hinschmeißen hier.
Weil wir haben doch keine Zeit. Doch, wir haben natürlich genug Zeit. Aber dennoch. So, Papierlaterne, ja. Bandschirm. Achso, ja, halt, stopp, der muss sowieso hier hin. Irgendwie so. Erstmal wieder platzieren, den ganzen Blödsinn. Das. Ach ja. Und ich meine, ich könnte das auch unter der Woche machen. Aber da habe ich irgendwie immer keine Lust zu. Irgendwie sagt man sich, ja, eigentlich könnte man jetzt am Onsen arbeiten. Aber irgendwie. Irgendwie nee, ne? So kleine Sachen mache ich gern mal unter der Woche. Wenn ich nicht gerade irgendwie zu arbeiten habe. So, Moment. Was können wir jetzt noch wegtun hier? Den Baum können wir direkt mal wegschmeißen. Wo habe ich denn meine nächste Tonne? Da ist die nächste Tonne. So, dann sind wir auch schon fast auf dem Weg. So, weg damit. So, und einmal den ganzen Blödsinn weggeschmissen. Medusa, wie war dein Wochenende so? Erzähl doch mal. Und wie sieht es eigentlich mit dem Stream aus? Heute habe ich vorhin festgestellt, dass man heute mal wieder auf... Verstehst, was ich meine? Dass man auf 720p drehen kann. Ist dir das aufgefallen? Und warum hast du nicht... warum hast du nicht gesagt, ui, ist das toll oder sowas? So total undankbar. Zumindest war es vorhin so. Wie ist denn das jetzt so? Ja, tatsächlich. Also meine Vorschau kommt auch in 720p rüber mal wieder. Super. Super. Warum kann das nicht immer so sein? Und wir wissen alle den Grund. Weil ich kein bedeutend genuger Streamer bin. Ja, ja. Lustig eigentlich. Man ist nicht groß genug auf Twitch und hat nicht genügend Follower, um eine kleinere Auflösung einstellen zu dürfen. Ist das nicht seltsam? Heute klappt super und ich habe deswegen nichts gesagt, weil es mir nicht aufgefallen ist. Ah, siehst du, es fällt immer nur das Negative auf, ne? Also es soll jetzt nichts Persönliches gegen dich sein, um Gottes Willen, nein, ich meine nur, also das Negative fällt immer auf und über das regt man sich dann auch auf, anstatt dass das Positive auffällt und man sagen kann, yay, heute läuft's. Oh, guck mal, Jonas Sito ist online, wer hätte das gedacht? So, Muschelwandschirm. Weiß nicht, braucht den jemand? Soll ich den mitbringen? Das tut yourself. Ansonsten muss ich auf jeden Fall noch Geld holen. Da, da, da. KK steht voll im Weg rum, jedes Mal. Nee, hab mich da mal ein wenig belesen. Das hat nur indirekt mit der Größe zu tun. Es hat nur indirekt mit der Größe. Ja, natürlich, aber. Partner zum Beispiel bekommen eher das Gedingse hier, das Transcoding, das Auflösungsanpassung, Anpassungsgedöns, als wie Affiliate und erst recht als wie nicht Affiliate. Und so. Und eigentlich will ich es auch gar nicht testen, wie das so generell in 720p aussieht. Bah! Bah, das mir, für mich ist das eine zu geringe Auflösung. Muss ich ja sagen. Nein, nicht einzahlen, verdammt nochmal auszahlen. So, wir haben 130, da nehmen wir noch 300 oder sowas mit. Blauer Engel, hast du Geldnöte? Soll ich dir ein wenig Geld mitbringen? Oder so. Erzähl mal, falls du noch da bist. Ba, 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 ba. Zehn Sekunden warte ich noch. Wenn nicht, dann nicht. Ich meine, ich kann ja nochmal wiederkommen. So ist ja nicht okay, alles klar. Ach ja. Ja, und wen das eventuell interessiert, der letzte Donnerstagstream ist tatsächlich da, hat tatsächlich so geendet, dass nichts mehr im Chat passiert ist und ich dachte, alle sind weg, ja. Und dabei war das gar nicht der Fall, sondern Twitch hatte irgendwie Verbindungsprobleme. Der Stream war noch zu hören, habe ich von Ruby gehört, die bis zuletzt da war. Der Stream war zu hören, man hat aber nichts mehr gesehen und die komplette Seite war weiß.
Also das hat man auch selten. Vor allen Dingen als Streamer wäre das natürlich interessant, dann zu wissen. Auch, ne? Und wenn man dann in den Chat fragt, wie, was, wo, bliblablub, ja, und da nichts zurückkommt, gar nichts, ja, ist das doof. Und dafür konnte der Chat noch nicht mal was, weißt du? Ach, man macht sich dann natürlich Sorgen, vor allen Dingen so als Kleiner, weißt du? Da, da, da. Wie jetzt zum Beispiel wieder, wo überhaupt nichts zurückkommt hier, irgendwo. Seid ihr noch da? Sagt mal ja. Jesus sagt moin. Och, Jesus der Retter wieder hier, weißt du? Ich frag mehrere Sachen in den Chat, jetzt kommt nichts zurück, ja? Ah ja, jetzt kommt Phil. Jetzt kommt Phil und sagt ja. Und dann kommt Jesus der Retter und schreibt was rein und ich bin beruhigt und weiß, dass der Chat funktioniert. Jetzt kommt das. Ist das so eine Verzögerung hier tatsächlich, okay? Das kann natürlich auch sein, dass hier total die Verzögerung ist. Na gut, dann habe ich nichts gesagt. Aber wunderschönen guten Morgen. Ja, ja, ja. Jetzt kommt es. Okay. Wunderschönen guten Morgen, Jesus. Schön, dass auch du wieder dabei bist. Hast du ein schönes Wochenende soweit? Ich hoffe doch. Und wir, ja, wir sind bei 94 Daniels bei Blauer Engel 15. Und da bin ich auch gerade auf dem Weg hin. So, das heißt, wer jetzt noch was Geringes als Stanipreis hat, das tut mir total leid. Ihr könnt das gerne sagen, aber Blauer Engel war schneller. Und da kenne ich nichts. Da nehme ich jetzt auch den eventuell etwas teureren Sterni-Preis. Aber Zusage ist Zusage. Wer ist Jesus, wenn ich fragen darf? Hab ich was verpasst? Jesus ist der oben in den Chat Moin geschrieben hat. Der Jesus heißt. Aber nicht der, weißt du? Ja genau, er ist Jesus, aber nicht der Jesus. Ganz einfach zu merken. Mist, ich habe vergessen zu prüfen. Was? Die App kannst du bei Flügen oder im lokalen Mose oder nicht verwenden, tut mir leid, aber ich schließe sie jetzt deshalb. Ach so, ach, Baugedöns, ja, ja. Schön, dass das wenigstens hier auch wieder so eine Sache. Der Dodo, ach, deswegen hat sich Medusa nicht gemeldet. Alles klar, weil er eine Wall of Text verfasst hat. Sehr schön. Die Dodos kriegen hin, deinen Baumodus zu beenden, bevor du abfliegen kannst. Ja, kriegen sie automatisch hin. Ja? Aber die Schneiderei bekommt nicht hin, dir den Taucheranzug auszuziehen, bevor du in die Kabine darfst. Das musst du selber machen. Keine Kohärenz. Kohärenz? Koexistenz? Auf jeden Fall nichts übereinstimmendes hier. So, jetzt lese ich aber Medusa. Twitch gibt halt, um Geld zu sparen, nicht bei jedem die Möglichkeit, die Auflösung einzustellen. Richtig, bei Twitch-Partner ist die Möglichkeit eigentlich immer da. Richtig, als Affiliate oder normaler Streamer kann man nur durch Zufall diese Einstellung kriegen. Durch Zufall, bist du sicher? Wenn man das unbedingt haben will, wäre halt die ganze Zeit den Stream neu starten. Ach was, nee. Nee, das ist ja doof. Das kann ich nicht machen. Durch Zufall glaube ich nicht. Hier wird doch nichts dem Zufall überlassen. Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Da schauen wir es online. Die sagen vielleicht, dass es Zufall ist. Ja, ja. Ne? Von wegen Hoffnung stirbt zuletzt da. Ah ja, hier. 2021. Willkommen. Willkommen, willkommen, willkommen. Sehr schön. Und daraufhin auch erstmal hier. Frohes Neujahr. Und so. Wer kommt uns da noch so gerade begrüßen? Wen haben wir denn hier? Hannes. Ey, guck mal, Hannes. Hannes wohnt hier. Huh? Sag mal, bist du neu hier? Oder gar nur von Jace Hein zu Besuch gekommen? Nur von Jace Hein. Ah ja. Was hat er da an den Händen? Sind das Netzhandschuhe? Oder Netzflügelschuhe? Interessant. Ah ja, viel Spaß. Danke. Hannes höchstpersönlich. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Hannes Pork. Wer es nicht weiß, Medusa hat eine gewisse Zugehörigkeit zum Namen Hannes. Hier haben wir unsere Medusa. Hier haben wir unsere Jorna. Da geht's los. Aber ich werde natürlich trotzdem erstmal in den Laden gucken, wenn ich ihn finde. Da ist er. Okay. Ja, ja. Ein wenig verpeilt muss auch sein. So, sieht jetzt so doof aus. Wer sieht doof aus?
Was das Pokémon-Emote meinst du? Ja, das ist jetzt, also wer das nicht mitgekriegt hat, PogChamp, das Emote, wurde gelöscht, gesperrt von Twitch, aufgrund dessen, dass der Urheber des PogChamp-Emotes sich kontrovers auf Twitter zu dem Trump-Gedöns, also zu Amerika und so weiter, geäußert hat. Und ja, daraufhin kam natürlich ein Aufschrei von wegen, wir wollen unser PogChamp zurück, ja. Und daraufhin hat Twitch gesagt, nö, aber wir geben euch was anderes, und zwar jeden Tag ein neues PogChamp-Emote. Das ändert sich alle 24 Stunden, genau. Deswegen, also ich habe keine Ahnung, wie es sonst so aussieht, aber heute sieht es anscheinend so aus. Das ändert sich alle 24 Stunden, doch, Medusa. Ja. Ja, Mensch. Glaubt mir doch mal was. Ich habe es von Kotaku kommen. Die ich eigentlich als Informationsquelle immer ganz gut finde. So, ist das eine andere Kerze als wie sonst? Interessant, hier gibt es auch andere bunte Kerzen. Weil gestern war es auch schon so. Dann war das gestern für dich vielleicht, die werden die 24 Stunden noch nicht rum oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall sind so meine Informationen, was das angeht. Wir haben ein Bügelbrett. Hab nicht so viel. Andrea schreibt, hab nicht so viel. Okay. Was? Warte mal. Shitlock hier gucken, ich will irgendwas verpasst habe. Nee, hab nicht so viel. Meinst du so im Generellen oder meinst du was Bestimmtes? Ah, Andrea. Wollte ich jetzt? Achso, mal reingucken an sich hier. Nö, nix, was mich gerade so wirklich interessiert. Alles klar. Achso, und auch nochmal für die Nachzügler. Morgen gegen 18.30 Uhr leider erst bei mir im Stream. Ja. Denn ich muss bis 18 Uhr arbeiten. Ja, wieder ein Stück später. Nein, ich wollte das Holz jetzt nicht aufheben. Das tut mir total leid. Das ist eine Angewohnheit von mir. Ab 18.30 Uhr erst. Und dann Battleblock Theater Kollaboration mit GC Ruby. Haben wir gestern getestet. Läuft. Sollte laufen. Sagen wir es mal so. Ja, spielen wir im Multiplayer Battleblock Theater ein wenig. Und mal gucken, wie uns das gefällt. Und dann machen wir das eventuell sogar öfters mal. Oder so. 18.30 Uhr, wer weiß, ob mein Stream da überhaupt funktioniert. Ja, das kann ich dir nicht sagen. Wo will ich jetzt eigentlich hin? Ich wollte eigentlich zum... Du hast doch keinen Schneider, ne? Kann das sein? Du hast doch gar keinen Schneider. Okay, dann ist ja gut. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Nicht weinen. Hab nur gesucht. So, dann gucken wir doch mal. Dann gucken wir uns doch mal ein bisschen im Häuschen um. Muss ja auch mal sein. Da, 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 da. Da ist das falsche Häuschen. Hier wohnt jemand, den ich zwar kenne, aber nicht den ich erwartet habe. Clara. Oh, wir kennen uns doch gar nicht. Jeweils nicht persönlich hier. Und dann ist eine Lustreise. Eine Lustreise reizen. Ah ja. Ist Battleblock Theater nicht eine Art Ultimate Chicken Horse, nur etwas anders? Nee. Nee. Nicht wirklich. Das ist eher... Wie kannst du es vergleichen mit Little Big Planet? Könntest du es vergleichen. Nur mit einer richtig tollen Story. Und weniger mit Customizations. Soweit ich weiß. Ja. Also so ungefähr kannst du es vorstellen. Du hast Level tatsächlich, über ein Level-Hub erreichbar, wo mehrere Spieler dann da rumeiern können, ja. Du hast einen Schnellreiter, habe ich die gerade übersehen. Warte mal. Ja, danke, Clara, schönen Tag noch. Habe ich die Schneiderei übersehen? Bin ich da vorbeigelaufen? Warte mal. Haben wir gleich. Doch, da oben. Bin ich bescheuert? Habe ich da gerade mit dem Symbol davor gestanden? Kann das sein? Habe ich da gerade irgendwie so davor gestanden und mich gewundert und mich gefragt, wo die Schneiderei ist? Ich glaube, ja. Das ist durchaus möglich. Unten rechts die Karte. Ja, völlig obskur. Okay, alles klar. Hab's gefunden. Ja, danke. Ich dachte, ich bin blöd, weißt du? Willkommen, ja. Und jetzt kommt jemand zu Besuch. Wer hätte das erwartet? Zeichen waren verloren. Ach ja, Battleblock Theater. Haben wir gestern angetestet? Läuft. Ja.
Also einfach nur 2D-Plattform mit Story, grob vergleichbar mit Super Mario, nur dass Mario kaum Story hat und das Level-Prinzip völlig anders ist. Ja, und man kann sich tatsächlich gegenseitig helfen bei Battleblock Theater. Man kann sich gegenseitig an Klippen hochziehen und durch die Gegend werfen und man kann sich auch gegenseitig töten. Ist das nicht toll? Ich finde das toll. Also das heißt, wir werden sehr viel Spaß haben. Ich weiß nicht, wie es Ruby macht, aber ich habe tatsächlich vor, ich weiß auch nicht, ob ich es schaffe, aber man kann sich einen eigenen Kopf basteln, ja, für seinen Spielcharakter. Ist das vergleichbar mit Super Meat Boy? Könnte man so sehen, obwohl Super Meat Boy wahrscheinlich definitiv präzisionsplattformiger ist als wie Battleblock Theater. Zumindest geht's sehr einfach los. Jonasito von Unland. Willkommen. Man könnte es mit Super Meat Boy vergleichen, wenn das... Hat das einen Multiplayer-Modus? Weiß ich gar nicht. Ich meine, irgendwo habe ich Super Meat Boy auch noch rumzuliegen, muss ich sagen. Ich weiß bloß nicht wo und ich werde es mir wahrscheinlich auch nie wieder angucken. Ich fand das Prinzip ganz geil, dass man die ganzen Replays sehen kann soweit, aber das wird mir tatsächlich einfach zu schwer. Das Spiel. Also das ist... es ist wie Celeste, nur schlimmer. Und weniger charming. Weil so ein Super Meat Boy... so Fleischklumpen, auch da sind die Zwischensequenzen ganz geil, muss ich sagen. Ist das der gleiche Entwickler? Super Meat Boy und Battleblock Theater? Ich weiß nicht, sieht fast, nee, ist nicht der gleiche, ne? Das finde ich jetzt ein bisschen scheiße, weil Battleblock Theater gefällt mir richtig gut und Super Meat Boy Forever finde ich absolut scheiße, was sie da gemacht haben. Egal, einmal in die Kabine hier rein. So, lass doch mal sehen hier. Ich muss mir echt angewöhnen, seitdem ich wieder mit dem stationären Mikro hier bin, dass ich mich wegdrehen kann, wenn ich schniefe oder huste oder sonst was. Das geht tatsächlich so. Weißt du? Ging vorher ja nicht mit meinem Headset-Mikrofon. So, lass mich mal gucken. Wir haben Pulli-Mantel-Kombi. Pulli-Mantel-Kombi, ich glaube, die kenne ich noch gar nicht. Oder? Da bilde ich mir jetzt gerade nur ein. Nett. Auf jeden Fall nett. Muss ich ja sagen. Ist nicht unbedingt in Blau. Grün, ja, nee, ja. Ich glaube, ich nehme Grau. Grau ist immer so eine schöne Farbe. Hi! Jonathan Ficht. Wunderschönen Sonntag. Wunderschönen guten Morgen. Willkommen im Stream und so weiter. Ja. Schön, dass du da bist. Und wie geht's dir? Während ich mir hier eine passende Hose zu meiner grauen Jacke aussuche. Obwohl, meine geht eigentlich. Eigentlich geht meine. Kurze Hose wäre ein bisschen gewagt für die Temperatur. Außerdem habe ich anscheinend lange Strümpfe an. Die Cargo-Hose. Cargo-Hose war ich mal tatsächlich ein totaler Fan von. Aufgrund der Taschen. Aber aktuell weiß ich nicht mehr, was ich in die Tasche reinpacken soll. Und bin dann irgendwie von den Cargo-Hosen weg. Schleifchen, Kunstfellrock. Nein, danke. Muss nicht sein. Wisst ihr? Kann ich mir auch wegdrehen, wenn ich schniefe. Wir bleiben bei der Hose soweit. Dir auch. Nice, Facecam. Dankeschön. Mir geht es gut und dir so. Mir geht's auch gut. Mal davon abgesehen, dass der Sonntag schon wieder fast rum ist. Fast rum. Ja, es ist Sonntagvormittag, aber trotzdem. So ein Sonntag ist gefühlte 500 Jahre zu kurz an sich. Finde ich. Könnte definitiv länger sein. Glockenhose. Nein, nichts Vernünftiges hier an Hosen soweit. Okay. Steampunk-Outfit. Wer das Steampunk-Outfit noch nicht hat, ich bin ein großer Fan davon. Habe ich aber schon. In beiden Kombinationsmöglichkeiten, in beiden Farben. Aber er sieht nicht schlecht aus. Erinnert mich. Ich wollte gerade sagen, erinnert mich so ein bisschen an Assassin's Creed, aber ist ja völliger Blödsinn. Oder eventuell sogar das London-Teil. Das wäre eine Möglichkeit. Aber das habe ich gar nicht selber gespielt. Na, egal. So, haben wir dafür... Oh, habe ich die Washington-Perücke schon? Komponisten-Perücke? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Das sieht auch gerade sehr gewagt aus. Wäre das nicht schön, Nintendo, wenn man hier sehen könnte, was man selbst schon im Lager hat, selbst wenn man auf einer Insel ist. Das wäre total toll. Aber naja, ich werde nicht meckern. Oh. So ein Schreck hier am Sonntag. Jonathan Ficht, vielen Dank für den Follow. Schön, dass es anscheinend so ausreichend genug gefällt für ein Follow. Finde ich gut, Dankeschön. So, dann wollen wir doch mal gucken. Du bist natürlich auch herzlich eingeladen hier. Der Dodo-Code steht hier unten, falls du Animal Crossing New Horizons spielst und online hast und einen guten Rübenpreis suchst.
94 Stanis ist der aktuelle. Kannst gerne dazu stoßen, der Dodo-Code steht da. Ne? So, lass mal sehen. Schuhe gefallen mir meiner Ansicht auch noch am besten hier soweit und anderes sticht mir gerade nicht ins Auge. Okay. Achso, jetzt ist natürlich die Jacke wieder weg. Siehst du, die wollte ich nämlich haben. Die Jacke wollte ich nämlich haben in Grau. Dankeschön. So, aber ich glaube, ich werde die auch nicht anziehen hier. So, jetzt jedenfalls noch nicht. Da, da, da. So, dann haben wir auch das. Jetzt müssen wir trotzdem noch das Haus angucken hier. Ja, ja. Da kommst du nicht drum rum, blauer Engel. Mhm. Da, da, da. Da, 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 da. Ich bin vorhin echt so falsch gelaufen. Ich merke gerade, dass die Auflösung etwas heruntergegangen ist. Also es ist schon sehr praktisch heute mit der Auflösung. Ah ja, habe ich. Und bei mir ist es auch der gleiche Rhythmus. Oh, 94 bis 95. 94 bis 95. Okay. Naja. Lohnt sich nicht ganz so, aber kannst trotzdem natürlich gerne vorbeikommen. Da, da. So. Der Moment der Wahrheit. Hast du aufgeräumt oder nicht? Oh. Na. Ach komm, dafür, dass es nur ein Raum ist? Es ist wunderschön eingerichtet einfach nur. Und ich mag ja deine Verdunkelungsvorhänge. Muss ja sagen, guten Morgen, Ruby. Einen wunderschönen guten Morgen, Ruby. Wunderschönen Sonntag und so weiter. Und ja, da haben wir sie. Die GC Ruby, die ich hier schon mehrere Male jetzt heute angekündigt habe mit dem voraussichtlichen Collab morgen. Ja, also wer da followen möchte, der kann das gerne nach wie vor noch tun. Und dann morgen natürlich auch gerne dabei sein. So, wir haben das Füllhorn auf dem Tisch. Nett. Und ja, Socken an der Wand. Was hast du in deinen Socken drin? Andrea? Oha, ja, ja. Hab schon angekündigt, der Rückzieher machen wird jetzt schwer. Hab schon im Mund wässrig geredet hier. Ich sehe, mein Ruf eilt mir voraus. Ah. Ich freue mich auf jeden Fall total morgen. Habe ich gestern völlig vergessen zu sagen, dass ich mich darauf freue. Also ich bin was so eine Sachen angeht, total das Sachohr. Ja, ich höre und verständige mich, aber denke emanzipativ nicht voraus. Ja. Und sowas fällt mir immer erst später ein. Und ja, Ruby, natürlich freue ich mich auf morgen, was das angeht. Mit Spannung erwarte ich. So, achso, und der Celeste ist dann natürlich erstmal eine Woche unterbrochen, ne? Der Stream hat heute kaum Verzögerung. Oh, schön. Ich hatte ein Foto. Du hattest ein Foto. Du hattest ein Foto? Warte mal. Oh, jetzt kommt, glaube ich, gerade jemand raus. Mir fast die Tür gegen den Kopf gehauen. Du hast ein Foto. Von was? Von wem? Jetzt wird's. Ja, wird bestimmt cool, ja. Hattest ein Foto. Ach so, in der Socke. Jetzt habe ich es verstanden. Ein Foto von was? Was hattest du für ein Foto in der Socke? Wenn ich das jetzt richtig kombiniert habe. Vom Weihnachtsrentier? Stimmt, ich glaube, Dizzy hatte auch ein Foto. Ist das immer da drin? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe es leider verpasst. Ich hatte am 24. Reisetag, da habe ich es gerade noch so geschafft, das Weihnachtsevent hinzukriegen. Soweit, zumindest für mich. Und am 25. War ich völlig versumpft bei meiner Schwester und meinem Schwager bei Cyberpunk. Aber bin ich nicht zum Animal Crossing Spielen gekommen. Jemand kommt zu Besuch. Meine Güte. Also wenn man bei Jay die Auflösung morgen auch einstellen kann, dann steht mir dem Ganzen nichts im Wege, es mir anzugucken. Das würde mich natürlich freuen. Ja, okay. Das Foto von dem Rudolf Rentier. Ich muss mich gerade mal strecken. Achso, und wen das interessiert? Ich weiß nicht, ob es jemanden interessiert, aber ich habe mir einen Yoga-Büro-Sitzball geholt. Also sowas, was man aufpumpen darf. Da habe ich, das habe ich Freitag aus der Hermes-Paketstation geholt, da war es da. Und habe das, ich glaube 4 Stunden Frühschicht oder sowas habe ich gebraucht, um das mit dieser kleinen, niedlichen, mitgelieferten Fußpumpe aufzupumpen. Und ja, ich habe gestern 2 Stunden drauf gesessen und mir war so seekrank, also im positiven Sinne, weil ich es irgendwie nicht hingekriegt habe, still auf dem Ding zu sitzen. Ich habe die ganze Zeit so vor mich hin gewippt, ja, total lustig eigentlich. Ist das Internet noch nicht besser, Medusa? Nein, das wird doch wahrscheinlich nicht mehr. Wen haben wir da? Jonathan von Schwabach. Ah ja. Korrekt mit Mundschutz. Nicht nötig bei Animal Crossing, weil digitale Viren übertragen sich in der Richtung noch nicht.
Aber gut mitgedacht. Oha, halt uns mal auf dem Laufenden, wie das mit dem Ball klappt. Ja, man soll gar nicht den ganzen Tag drauf sitzen. So viel habe ich mir schon angelesen. Man soll so pro Tag vielleicht eine Stunde oder zwei. Ansonsten wird die Muskulatur und so weiter zu überbeansprucht, was das Ganze angeht. Aber ich habe gemerkt, ich rolle ab und zu mit dem Ball weiter nach vorne und mache einfach mal ein paar Crunches. Das ist ganz cool eigentlich. Das geht natürlich mit dem Bürostuhl nicht. Ah, das Einzige, was die hinbekommen, ist das WLAN aus der Entfernung neu zu starten. Juhu! Das kann doch sein, das ist richtig, ja. Ich meine, er macht den Druck, dass die besseres Internet kaufen sollen. Denen, du weißt schon, diese komischen Leute, die da das Internet nicht gut gekauft haben. Hast du 120er Leitung? Ja, bei Medusa ist es tatsächlich wirklich so mehr oder weniger das WLAN, weil er irgendwie häuslich gesehen, räumlich gesehen, so weit weg wohnt. Oder so. So hatte ich das verstanden. Er hat auch zu seinem Zimmer ein Vorzimmer, ja. Das kannst du jetzt vorstellen, wie du willst. Im Prinzip geht das hier, glaube ich, alles über dieselbe Leine. Ah ja. Jay, ich habe mir letztes Jahr mal so einen schmalen Sitz gekauft, den man auf dem Stuhl legt. Ein schmaler Sitz, den man auf dem Stuhl legt. Der ist aus demselben Material wie Gymnastikball und auch mit Luft drin. Ah ja. Aber dadurch ist das Sitzverhältnis vom Stuhl und Tisch. Ach so ein Sitz. Ja, ich weiß, was du meinst. So ein Sitzdingens, okay. Aber dadurch ist das Sitzverhältnis vom Stuhl und Tisch falsch und man bekommt irgendwie super schnell Rückenschmerzen. Ah ja, oder Knieschmerzen. Und du so, wieso ist das denn so schlecht? So ein Sitzkissen ist ja eher so, da glaube ich, dafür gedacht, dass so ein Steißbeinschoner ist das doch eigentlich, ne? Oder waren das direkt Sitzringe? Ich kenne das von meinem Vater damals in der Pflege. Der hatte auch so einen Sitzring. Weil die von Pure nichts hinkriegen. Achso, der Anbieter heißt ist Pure, kennt man ja, ne? Wird gerne zusammengenannt mit so großen Namen wie T-Online. Nein, keine Ahnung. Okay, dann werden wir uns mal hier die Rüben zuziehen. Wenn ich Jorna finde. Das ist nicht Jorna. Da ist nicht Jorna. Wo ist Jorna? Wo ist Jorna? Such die Jorna. Hier ist Jorna. Alles klar. Die gehören zu Tele Columbus. Die kenne ich tatsächlich. Falls er das was sagt. Ja, Tele Columbus kennt man. Das ist auch eine Weltfirma. Die Schaumstoffkissen sind zum Schutz des Steißbeines. Diese Gymnastikball-Sitzkissen machen einen geraden Rücken und sorgen für Mobilität beim Sitzen. Ah ja. Damit man auch morgen noch fleißig zusitzen kann. Oder so. Und morgen Jesus. Völlig richtig. So, ja, Prösterchen. Alter, hier gibt's Sekt. Wo hast du den Sekt her? Alter, ich hab noch keinen Sekt gefunden hier. Das gibt's ja nicht. Ich hatte Knallbonbons und so Leuchtestäbchen und so Scheiß gefunden. An Silvester, aber kein Sekt. Beziehungsweise, es ist wahrscheinlich nur so prickeliger O-Saft oder so. Ja, verstehst du? Wie lange spielst du schon Animal Crossing? Ich seit Release und einige andere hier, soweit ich das gehört habe, auch. Ja. Seit Release immer mal so ein Stündchen am Tag oder so. 94 Sternis. Gucken wir gleich nochmal genauer rein. Kleinen Moment. Ja, her damit. Dankeschön. Vielen Dank. Ja. Hi, geht's hier, Hobi? Schreibt Jonasito. Wer hätte das erwartet? Rüber, wir haben eine große, alles klar. Mein Gott, ist heute wieder Betrieb hier. Warte mal. Ich guck mal gerade in die Achievements rein. Das sind nicht die Achievements, scheiße. Mach doch mal eins richtig, Jay, verdammt nochmal. Achso, mal davon abgesehen, dass ich sowieso hier zwei abholen darf. Also ich spiele seit Release. Streame jeden Sonntag das Ganze, vorher sogar, Anfang sogar ein bisschen häufiger, aber mehr als Sonntag lohnt sich eigentlich nicht, weil es wirklich eigentlich nur die Standardroutine ist soweit. Ganz unten war es, glaube ich, ne? Also, wir haben 5 Herz und 2,4. Das haben so ziemlich alle. Sind übrigens Gigaherz, nicht Herz. Und dann noch einen Verstärker mit auch nochmal 5 Gigahertz und 2,4 Gigahertz. Das 5,0-Signal vom Router hat im besten Fall 120k. Aber ist immer so gut wie nie da, außer man startet den Router neu. Aber selbst da manchmal nicht. Ja, weil das 5K nicht so weit geht, Medusa. Das 2,5 geht weiter, hat aber die niedrigere Verbindungsgeschwindigkeit. Und das 5 nicht. Ja, puh, dafür eine 120er Leitung. Ja. Da. So, hier, jeden Tag. Nicht jeden Tag eine andere Insel. Jeden Tag auf der Insel war doch richtig. Alles klar. Hier, 23.03.
Warte mal kurz, kann ich mir das noch genauer angucken? Nee, 3 Tage am 23., also kannst du runterrechnen, 20. blablabla, war das Release-Datum. Und wir sind bei 281 Tagen und die 300 kriegen wir definitiv auch noch voll. Also, ich weiß nicht, ob wir es direkt hier im Stream machen oder sowas. Wahrscheinlich würde ich das Achievement für den Stream aufheben, mal gucken. Findet ihr nicht auch total geil, wie wenig man in Animal Crossing New Horizons online machen kann? Ja, das ist definitiv total geil. Das hat bei unserer 5G jetzt nichts mit der Entfernung zu tun. Ah ja. Na gut, denn nicht, sorry, wenn ich versuche, hier deine Probleme zu lösen. Das ist ja, Entschuldigung, total meine Schuld. Du sitzt direkt daneben und es existiert einfach nicht. Hier gibt jemand mit seinen Outfits an. Was ist mit euch nicht auch noch? Mann. Ihr könnt euch auch nicht in aller Öffentlichkeit umziehen. Und Jonas Hitto hat sogar die totalen Special Outfits hier mit. Das gibt's ja nicht. So, wir haben einmal die Rübe voll. Ich schmeiß das jetzt hier einfach mal so hin, weil ich nicht gerne meine Insel voll mülle. Plopp, da habt ihr das. So, und den Pullimantel, der muss mit nach Hause. Das ist lieber schön Akatsuki. Akatsuki, beziehungsweise wie ich gestern in der deutschen Version von Naruto auf Netflix mal wieder hören durfte, Akatsuki oder so. Ich hasse bei Naruto die deutschen Namen tatsächlich. Sasuke. Sasuke heißt der Penner. Verdammt nochmal. Ich bin gleich nochmal da, wenn es dich stört. Ja. Ich würde, glaube ich, nochmal Rüben kaufen kommen. Eventuell. Ja. Neji Hyuga. Ah ja. Dein Schwarm, ja. Ich find's voll geil. Okay. Du sitzt direkt daneben. Also, der sitzt direkt daneben. Das haben wir schon. Sasuke. Oder Sasuka. Nicht Sasuka, ne? Da haben wir uns als Teenies auch mega drüber ausgelassen über die deutschen Namen. Definitiv. Und Akatsuki. Nee, warte mal. Ich weiß gar nicht. Akatsuki. Auf jeden Fall Akatsuki. Eigentlich Akatsuki, ja? Jay Madeleine, sprichst du auch Madeleine aus? Madeleine aus, ja. Hast du eine Discord-Gruppe? Hab ich eine Discord-Gruppe? Wir haben eine Discord-Gruppe. Und zwar ist das der Discord. Warte, ich mach das. Ups, da ist er. Und zwar diese Schublade, da bin ich, da schmarotzer ich als Mod rum. Und da, schön falsch geschrieben, Medusa. Und da kannst du gerne dazukommen und wir haben auch, also der Idiotentest, den Dizzy eingerichtet hat. Du siehst erst nur das Regelwerk, den Regelwerk-Channel, ja, wenn du da jetzt da hochkommst. Im Regelwerk suchst du dir bitte, liest dir bitte die letzte News durch, guckst dir die Emotes an, die du für richtig hältst, die Channels, klickst die unten mit an, ja, also klickst dich damit dazu und dann werden die Channels freigeschaltet, ja. Also es sind schon so viele Leute an dem Idiotentest gescheitert, auf dem Discord. Glaubst du gar nicht. Unglaublich. Tatsächlich habe ich Ruffy immer Ruffy ausgesprochen. Das habe ich tatsächlich auch, weil ich One Piece, auch Naruto-Fan, yay! Weil ich One Piece mehrere Jahre vorher kannte, bevor ich das auf Japanisch angefangen habe zu gucken. Ja. Und da finde ich tatsächlich auch Rafis Stimme besser. Oder generell die Stimme besser. Zum Beispiel von Sanji. Sanjis Stimme und der Synchronsprecher ist tatsächlich mein Liebling. Ja. Nami Schätzchen! Ja, herrlich, herrlich der Typ. Und andersrum kann er so richtig schön ernst klingen. Ja. Nami Schätzchen! Guten Morgen, Fluffy. Wie geht's dir? Sanjis Stimme ist wunderbar, ja. Auch sehr bekannt. Roger. Okay. Wunderschönen guten Morgen, Fluffy91. Schön, dass du da bist. Wunderschönen Sonntag. Willkommen im Stream. Wie geht's dir so? Ich habe ein Naruto erst bei Tendo Pain die Sprache gewechselt. Die Stimme war einfach zu schrecklich. Tatsächlich, ich habe Naruto nach 2, 3 Folgen, glaube ich, bei RTL 2 aufgehört zu gucken. Weil erstens war es sowohl grafisch zensiert und zusammengeschnitten und auch verbal zensiert, beziehungsweise umgeschrieben, ja. Und zweitens, ja, die Stimmen gingen gar nicht, die Namen gingen gar nicht. Ganz furchtbar. Also ich habe, glaube ich, den Manga zuerst gelesen. Dann habe ich ein bisschen, dann habe ich in, bin ich beim Anime, beim Anime gelandet auf Japanisch und hab's dann, wollte dann auf RTL 2 mal gucken und es hat mir absolut nicht gefallen. Ja, Uncut gucken, also gerade das Ding am Anfang, bevor er hier mit der Schriftrolle, wo er seinen Schattenklon-Gedöns bekommt, ja, das ist voll zensiert bei RTL 2 gewesen. Also beziehungsweise im Deutschen. Schrecklich.
Ja, und dann von wegen auf Deutsch, ich mach dich fertig, ist auf Englisch, I will kill you, Bastard. Ja, es ist schon was anderes, ja. Sorry, Twitch, fürs Rumfluchen. Ich mache dich fertig, ja, im Deutschen. Schrecklich. So schrecklich. Aber ja, muss ja bei RTL 2 reinpassen. Tja, ja. Ja, und die Stimme, also Narutos Stimme im Japanischen ist einfach nur passend. Ja, mal davon abgesehen, dass er natürlich von der Frau gesprochen wird, also zumindest der kleine Naruto, ich weiß gar nicht, wie es mit dem Heranwachsenden letzten Endes ist. Keine Ahnung. Aber auf YouTube ging das damals noch ohne große Probleme. Ach so. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich muss mir eben nur einen Kaffee machen. Das klingt vernünftig, und um wach zu werden. Völlig vernünftig. Das ist definitiv ein guter Plan. Ja, Kaffee. Hatte ich heute früh um 5. Erzähl's keinem weiter. Ab wann ist es sinnvoll, bei Naruto auf Sub umzusteigen? Folge 1. Folge 1. Am besten ist es wirklich, also ich kenne auch den Manga nur in Englisch. Ich weiß gar nicht, inwiefern der auch auf Deutsch umgeschrieben wurde oder da halt verbal zensiert wurde, weiß ich nicht. Jetzt komme ich auch Hunger. Ja, Hunger ist auch so eine Sache. Und nein, Medusa, ich weiß nicht, was es heute zum Mittag gibt. Darüber haben wir tatsächlich nicht gesprochen. Ta-ta-ta-ta. Ja, Narutos Stimme auf Japanisch ist so richtig schön cholerisch, panisch. Der labert so richtig schön schnell, wie sich das gehört. Also herrlich. Auch Kakashis Stimme finde ich im Deutschen schrecklich. Also, ja, nicht schrecklich, aber besser, nicht so gut wie im Japanischen. Hunter x Hunter wird auch von der Frau gesprochen, ja. Okay, das fällt, Vorsicht, Spoiler, besonders auch, wenn er sich in sein älteres Ich verwandelt. Okay, also so mit der Zeit, um den Spoiler mal zu entschärfen. So mit der Zeit, wie wir alle älter werden. Ja, ja. So, einmal Rüben weggeschmissen. Nee, nicht mit der Zeit. Psst! Bist du ruhig? Bist du ruhig? Also hast du es nicht gesehen? Nein, verdammt nochmal. Ich habe keine Zeit. Ich habe leider keine Zeit. Ich habe das alles auf der Watchlist, ja. Und wenn ich dann Rentner bin, ja, dann, ja. Weißt du? Genauso meine Pile of Shame. Meine Pile of Shame an Steam-Spielen und so weiter wird immer größer. Und wenn ich dann Rentner bin oder Lotteriegewinner, ist das alles dran. Dann werde ich Leute bezahlen, die das für mich durchspielen. Oder Vollzeit-Streamer. Ja. Na dann. Ich überlege gerade, ob sich das, also rübentechnisch nochmal lohnt, nochmal vorbeizukommen. Weil ich habe jetzt schon relativ viele hier. Da. Kannst du dir mal Stream-Elements holen? Nein. Warum? Ist das eine Frage? Oder ist das ein Befehl? Und was erlaubst du dir? Das ist hier die Frage. Meine Frage. Weil ich will. Warum? Nenn mir vernünftige Gründe und ich nenne dir vernünftige Gegenargumente. Da. Bop, 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 bop. Habe Respekt vor deinen Herrn und Meister. Lieber nicht. Nein. Muss ja nicht sein. So, wir haben wieder ein leeres Inventar. Lohnt sich da die Anreise nochmal? Ich überlege gerade, warte mal. Also ich könnte mal vorbeikommen, weil ich habe hier eigentlich noch was loszuwerden. Und soll ich Geld mitbringen? Stimmt, ich sollte Geld mitbringen. Weil du bist ja so armer Neuanfänger. Ne? Blauer Engel. Arme Neuanfängerin. Man könnte zum Beispiel eigene Kommandos ganz, ganz einfach schnell im Chat erschaffen und verändern und natürlich auch löschen. Ja gut, wo ist denn da mein Vorteil? Das geht mir jetzt gerade noch nicht so in den Kopf. Da sind wir 70 dabei. Hm. 300.000 oder so. Könnte man eigentlich mal mitbringen. Nochmal.
Okay. Ich könnte dir auch Blumen bringen oder sowas. Ja, oh, Jesus bringt Blumen mit. Falls du das nicht selber brüten willst. Ah ja. Also ich brüte die alle sehr, sehr zufällig soweit. Ich würde ja Cloudbot empfehlen, aber das ist natürlich persönliche Präferenz. Was habe ich jetzt hier eigentlich gerade? Ist das nicht der von Streamlabs? Der ist ja der Cloudbot. Ja, den habe ich ja. Richtig. Richtig. Weißt du, und ich höre da eher auf Ruby, weil Ruby ist da Leidensgenosse, was das angeht. Ja. Ja, aber hattest du nicht Nightbot? Ich dachte, du hättest Nightbot, Ruby. Also, sorry an alle, die das jetzt hier absolut nicht interessieren. Ja, ich habe Cloudbot über Streamlabs. Die haben ja auch nur Cloudbot. Ja. Ich kann beide haben. Will ich zwei Bots, die mir im Chat die Ohren voll heulen? Weiß ich nicht. Da, 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 da. Ich meine, es kann natürlich auch Leute geben, die das jetzt hier explizit hören, dass wir uns über verschiedene Bots und Aufnahmetechniken und whatever unterhalten. Und dann, ihr könnt dann natürlich auch, wenn euch das interessiert oder euch selber vielleicht betrifft oder zukünftig betrifft, mit Fragen stellen. Ne? So ist ja nicht. Moment mal, jetzt bin ich verwirrt. Ich schaue mal gerade nach. Mach das. Ich bilde mir nämlich ein, du hast Nightbot, Ruby. Ja. Der Streamlabs Element, Stream Elements macht soweit. Ich weiß nur, was, wenn man den Befehl benutzt. Ah ja. Okay. Da ist er ja besser als du. Wow. Der Medusa-Bot. Top Hours. Okay. Schade. Hahaha. Ja, das Gras ist sowieso immer grüner auf der anderen Seite vom Zaun. Da. Einmal nochmal per Todekunde. Oh, wir haben heute richtig wenig Zeit, fällt mir gerade so auf. Mein Gott, völlig verquatscht. Also, kommt mir jedenfalls so vor, als würden wir heute irgendwie länger brauchen für alles. Ich habe recht. Ausgezeichnet. Also, es kommt selten vor. Ja, es kommt selten vor. So, und das meine ich völlig ernst. So, KJ. 0R5. Habe ich mir natürlich noch nicht gemerkt. 0R5. Okay. Da. Als ich. Was? Als wie? Wer was war? Was heißt ja, der macht mehr? Der macht dann weniger. Was? Als ich. Ich hatte Cloudbot, aber der konnte kein JavaScript. Also habe ich mich auf einen Nightbot gewechselt. Also ich würde Nightbot empfehlen. Ah ja. Okay. Ja, das ist wirklich das, wo ich sage, das könnte man mal machen, weil. Also das mit dem Durchwechseln von Sprüchen. Fände ich tatsächlich auch ganz geil, obwohl ich noch nicht wüsste, wofür. Aber einfach mal das zum Beispiel, wenn man. Jetzt bin ich ja gerade strecken. Wenn man zum Beispiel Kommando Ruby eingibt, ja, dass man mehrere verschiedene angeben könnte oder sowas. Panda-Fakten. Stimmt, Panda-Fakten wäre es natürlich. Da fehlt noch generell was. Ja. Ah ja, mal schauen. Ich hatte übrigens gehofft, dass heute auch Dingens wieder dabei ist. Lino Chat, um mal nachzufragen, wie sie den Donnerstag-Stream am Ende mitgekriegt hat. Weil das mit dem weißen Bildschirm war echt ein bisschen beschissen. Medusa kann ja automatisch Umfragen erstellen und so. Ah. Du hast hier rauf, der Stream-Elements. Macht soweit, ich weiß nur was, wenn man den Befehl dazu gibt, der macht dann mehr als du. Er macht das besser als du. Ja. Bla. Sollte eine Stichelei werden, ist daneben gegangen. Schwamm drauf. Willst du mal meine Insel sehen? Sobald du einen guten Rübenpreis anzubieten hast, Jonathan Ficht. Und das wäre dann erst nächste Woche. Frühestens, ja. Denn für heute haben wir schon unsere Rübeninsel. Will ich ja nicht zu sehr beeinflussen. Nee, passt schon. Alles gut. Alles gut. Das ist ja das Schöne dran. Zwei Hirne sind klüger als gar keins. Kennt man doch. Tjo, da bin ich wieder. Hast du Brücken zum Bauen? Hast du Häuser zum Abzahlen? Andrea, da bin ich wieder. Tue ich jetzt die richtige Person loben? Ich schätze mal.
Okay, die singe gerade eine Straße. Was? Jay, der Strenge und unter Zeitdruck stehende. Immer. Hallo. Hallo, Konoha Ninja. How are you doing? Und Akatsuki bist du anscheinend auch. Oder so. Designe sollte es, glaube ich, heißen. Achso, du designst gerade eine Straße. Okay. Das würde ich mit Interesse verfolgen. Ja, Jonathan. So, stehe ich jetzt hier vor der richtigen? Wenn ich hier Geld entschmeiße, kommt das bei der richtigen Person an? Wahrscheinlich nicht, wie das immer so der Fall ist. Mann, die Charaktere sind so cute, ja. Richtig. Generell leider. Jemand kommt sowieso. Okay, dann kann ich mich gerade mal zurücklehnen und ein Schlückchen zu trinken nehmen. Ach je. Jay, der Strenge. Meine Güte, bin ich so streng? Ehrlich? Ich weiß nicht. Ich komme mir immer eigentlich ein bisschen verpeilt vor und halte gerne an Themen und Bezügen und so weiter fest, weil ich Angst habe, dass das irgendwie in meinem Brain untergeht und durch was anderes ersetzt wird und dass das nicht alles völlig verwirrend ist. Und auch für andere. Ich kaue nichts. Was? In der Kategorie Dead Cells sind gerade 17 Zuschauer. Es ist ja unglaublich, wie beliebt dieses Spiel ist. Medusa. Möchtest du mir damit irgendwas sagen oder sage ich dir damit irgendwas? Das ist hier die Frage. Huch, Lippenpiercing. Oder so. Geht's dir gut? Ach nee, es ist ein Tropfen in der Nase. Warum guckt das niemand? Das hat sogar Twitch-Verknüpfung. Weiß ich nicht. Vielleicht, weil es ein wenig ausgenuddelt ist. Oder so. So, bin ich jetzt hier bei der... Ich guck die Karten an. Warte. Was möchtest du tun? Ich möchte mir die Pässe ansehen. So, ich will ja... Ah ja, gut. Andrea, eigentlich hier mit einem Flanellhemd. Ey, ich habe auch ein Lippenpiercing und es geht mir hervorragend. Ausgezeichnet. Das hört man gern. Was für ausgenuddelt. Das Spiel ist eventuell ein wenig, wie soll ich sagen, abgelutscht oder so. Oder ausgelutscht. Ich schmeiße jetzt hier einfach mal Geld hin. Mal gucken, wem es gelingt, das aufzuheben. Bops. Guck mal hier, so, da. Da liegt Geld. Mal gucken, wer es bekommt. Zack. Oh, okay. La la la. Hallo. Hallo. Ja, bleib ruhig hier stehen. Bleib ruhig hier stehen. Alles okay. Alles okay. Hallo. Kannst du das schon? Ja, mach doch einfach ein Foto davon. Na klar. Deine Wände. Was für... Achso, meine Wände. Shit, ja, ich bin hier. Bin hier. Achso, bist du Kimmy? Steht hier Kimmy vor mir. Okay. Fortnite hat auch noch 78.000,2 Zuschauer. Dann sollten sich bei Dead Cells wohl aus sozusagen 2000 sammeln können. Eventuell. Ich weiß nicht. Das ist immer so, dass... Jetzt schon. Jonathan. Wer hat denn jetzt das Geld genommen? Jetzt habe ich nicht hingeguckt. So, mehr habe ich nicht dabei. Okay, jetzt steht hier ein Schaf mit rum. Ich warte jetzt drauf, dass hier Wände... Oder ach so, sind die Wände hier vorne. Oh shit, liegt weiter oben. Alles klar, jetzt habe ich es gerafft. Oh Gott, so viele. Vielen Dank. Und außerdem, vielen Dank. Okay, Dankeschön. Ganz, das ist echt alles Zwischenwände. Eine Fresse. Kannst du doch nicht machen. Pulli-Mantel-Kombi habe ich immer noch dabei. Meine Fresse. Aber vielen Dank dafür. Der Onsen-Betrieb dankt dir für deine Teilnahme, für deine Kooperation. Und so. Und hier ist jemand bei seinem Säckchen eingeschlafen. Nett. Okay, da hätten wir alles soweit hier erledigt. Konoha Ninja überlegt noch was.
brauchst du was? Brauchst du was? Ja, was hast du denn? Na, was willst du denn? Na, was kannst du denn? Nein, aktuell nichts, was mir irgendwie einfallen würde. Das ergibt sich immer so zwischendurch. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten und mache jetzt gerade zurück in Richtung Insel. Vielen Dank, dass wir rüben einkaufen durften. Vielen Dank für die Zwischenwände. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr habt auch alle wunderschön Rüben eingekauft. Ein bisschen Zeit haben wir noch, aber das mit den Wänden will ich jetzt vielleicht sogar direkt mal einrichten. Beziehungsweise aufstellen. Wir haben nur noch so 10 Minuten, meine Güte. Wie manchmal die Zeit vergeht. Gottes Willen. Ja, was macht ihr heute noch so? Ich habe tatsächlich furchtbar viel vor, schrecklicherweise. Mittag bei Oma, bis zur Kaffeezeit. Dann muss ich irgendwie noch ein Stündchen oder zwei oder drei oder vier Octopath Traveler aufnehmen. Und eventuell noch für morgen für Battleblock Theater. Guten Morgen, Sirius. Sirius Sojo. Ah ja. Eventuell für morgen noch einen Kopf für Battleblock Theater machen. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall muss ich einen Stream morgen vorbereiten. Für morgen vorbereiten. Furchtbar. So viel zu tun am Sonntag. Mann. Die Melodie kommt mir ein bisschen bekannt vor, aber nur ein bisschen. Danke für Eis Dernis. Kein Problem. Moin Alex. Definitiv. Ich habe mich gerade ein wenig gefragt, ob das Sirius ist, wie ich dachte, oder jemand anders. Aber naja. Das freut mich für dich. Ich fand die Sonntage mit der Familie bei Oma immer schön. Ja, ist es auch. Ist es auch. Aber ich werde die Hälfte der Zeit damit verbringen, den Yoga-Ball, den ich ihr mitbestellt habe. Sie wollte nämlich auch einen haben. Einen kleineren, nicht zum Sitzen, sondern wirklich zum irgendwie Füße auflegen oder irgend so ein Scheiß. Mitbringen, werde ich die ganze Zeit damit verbringen, mit dieser niedlichen kleinen Pumpe aufzupumpen. Also ich freue mich jetzt schon riesig drauf. Das Signal ist übrigens gestört. Nochmal probieren. Heimkehr wird vorbereitet. Signal zu meiner Insel ist gestört. Das ist ein bisschen seltsam. Ich hieß Montag schon so. Du hieß Montag schon so. Ach du Scheiße. Habe ich nicht drauf geachtet. Mann, könnt ihr nicht einfach alle bei euren Namen bleiben? Mann. Aber ich kann mich aber entsinnen, du hattest schon mal vorher geplant, dich so zu nennen oder anders oder sonst was. Dass das Sirius Hockey irgendwie nur so eine Zwischenlösung war oder so. Das geht fix mit dem Ball. Ja, ich sehe die kleine Minipumpe, Alter. Ich habe 4 Stunden. Sorry für das Alter. Ich habe 4 Stunden die Freitagsfrühschicht damit verbracht, meinen Sitzball aufzupumpen. Ja. Es war lästig. Komm, lasst mal alle unsere Namen ändern. Nein. Der einer bleibt so. Ja, das ist voll fies. Das kriege ich manchmal bei anderen Streamern mit, wenn es dann heißt, hallo, kennst du mich nicht mehr? Ich hieß doch vorher so und so. Wer soll ich denn das wissen? dass du der warst, der jetzt so heißt. Ja. Bitte? Bitte was? Ich habe aus Versehen in einer relativ direkten Antwort an dich, Fluffy, bezüglich des bei Oma sein ist toll, habe ich Alter gesagt, ja. Was ich eigentlich nicht machen möchte. Nur so am Rand, das Ganze. 4 Stunden. Ja. Ja gut, zwischendurch musste ich auch ein bisschen arbeiten. Also ich habe nicht kontinuierlich gepumpt. Aber es war schon ein bisschen langwierig. Kann mich an der Tankstelle aufpumpen. Was? Ich gehe doch dafür nicht raus. und dann schleppe ich so ein Gymnastik, so ein Yoga-Ball mit mir rum. Das ist ja auch nicht so schön. So, okay, lass mal sehen. Wir haben ganz viele Trennwände. Gott sei Dank. Gucken, welche Farben das jetzt sind. Okay, da muss ich definitiv noch was am Design ändern. Ah je. Okay. Das wird aber knapp heute. Das wird knappi. Und wie willst du den Ball von der Tankstelle dahin schleppen? Der ist nicht aufgepumpt. Von der Tankstelle dahin. Achso, von der Tankstelle dahin. Naja, in der Hand halt. Das geht schon. Das sieht halt scheiße aus. Finde ich. Da. In der Hand. Ja, in beiden Händen. Mensch, wer weiß doch wohl, wie so ein Gymnastik-Yoga-Ball aussieht. Guten Morgen, Linoschat, da bist du doch noch, meine Güte. Schön, dass du da bist.
Ich hatte gehofft, dass du noch vorbeischaust. Wieso bist du schon 2 Stunden online? Sonntag, liebe Linuschat, geht es immer direkt um 9 los. Ist der Schlafrhythmus im Eimer. Sonntag geht es immer um 9 los, denn Sonntag von 9 bis 11 ist bei mir Rüben-Einkaufstream bei Animal Crossing New Horizons. Die gute Jorna, die Rüben verkauft, ist nur bis um 12 da. Und aber zu um 12 muss ich bereits bei meiner Oma beim Mittagessen sein. Das heißt, ja, von um 9 bis um 11 hier streamen. Ja, so sieht's aus. Ach ja, und ich, also wie gesagt, Linuschat, ich habe gehofft, dass du noch reinschneist, um nachzufragen, wie du den Rest des donnerstäglichen Streams miterlebt hast. Hatten wir anscheinend Twitch-technische Verbindungsprobleme und so. Ach doof, das muss ich mir merken. Kannst du merken. Musst du dir nicht merken. Du kannst die Glocke anmachen und dir da die Live-Benachrichtigung anzeigen lassen, wenn du willst. Ja. So, was wollte ich jetzt? Umgestaltungsgedöns. Wollte ich mitnehmen. So. Donnerstags ist welcher? Das war das mit Layers of Fear am Ende, mit dem Gruselspiel. Ja. Letzten Donnerstag war das. Und da hatten wir am Ende laut Ruby, also Ruby hatte nur weißen Bildschirm oder so. Und nichts mehr mit Chat. Ich krieg momentan gar nichts mehr mit. Okay. Es kommt vor. Es kommt vor. Ist auch Sonntag. Alles gut. Das war so traurig. Jay, nur so. Noch jemand da? Seid ihr jetzt alle ohne was zu sagen? Das hast du mitbekommen. Okay. Man konnte einfach nicht antworten. Ja, es war so traurig. Ach so, da bin ich zusammen. Was? Warte mal. Da bin ich zusammengebrochen zwischendrin. Musste ins Bett. Ah, mit zusammengebrochen meinst du jetzt hoffentlich einfach nur müde geworden und ins Bett gegangen. Und nicht irgendwas anderes. Und darauf mal zurückzukommen mit Layers of Fear. Heißt das, ich kann den Stream nicht in voller Pracht nachgucken. Doch, mindestens auf YouTube. Also er ist voll da. Er ist voll da. Ja. Oh Mann. Das Haus wird gerade aufgebaut und da ist mein Geld drin. Aber die Rübenverkäuferin ist da, weiß aber nicht den Namen von der. Jorna heißt sie. Ah gut. Alles gut. Jetzt wird hier losgeschattet, ja? Ich will gar nicht zum Mülleimer. Verdammt doch mal. Wo haben wir denn jetzt hier? Hier, ich hab doch irgendwo noch hier. Das Ding will ich, okay. Das ganze Ende im Endscreen. Also eigentlich gutes Timing. Okay, ja, Gott sei Dank, richtig. Gott sei Dank war das erst am Ende. So. Ja, wenn dir am PC der Kopf dauernd fast auf die Tastatur fällt, heißt das, alte Frau muss heier. Nicht nur alte Frau. Auch alle anderen. Auch bei allen anderen ist das so. Ich glaube, einmal ist es mir passiert. Nee, eigentlich nicht einmal. Also sonntags, wenn ich von meiner Oma vom Mittagessen nach Hause komme und dann vielleicht noch auf Kaffee warte oder sonst, also auf die Kaffeezeit warte, dann gucke ich auch noch irgendwie irgendwas auf Netflix oder sowas und dann nicke ich auch immer so ein bisschen weg. Also das hat nichts mit dem Alter oder sonst irgendwas zu tun. Das ist einfach, man fühlt sich dann vielleicht einfach nur sehr wohl. Das kann natürlich auch sein, ne? Hast du Jay dann bei Discord geschrieben oder wie hat er das dann herausgefunden? Ja, genau. Ruby hat mir dann im Discord Bescheid gegeben. Und ich, Idiot, habe das natürlich erst hinterher gesehen. Bin nicht auf die Idee gekommen, zwischendurch einfach mal das Discord-Fenster aufzumachen. Ich sag ja, ich brauche einen. Ich kann Gold zwischendurch machen. Das wusste ich bestimmt schon. Ich habe das erst hinterher mitgekriegt. Dann wie, was, wo mit dem Dingens war. Es sind aber auch wieder graue Wände. Verdammt. Also diese Zwischenwände, es gibt verschiedene davon. Es gibt verschiedene, den Unterschied siehst du an dem Rahmen ringsrum. Hier haben wir grau, ich habe jetzt schon weiß und ich habe jetzt schon braun und ändern kann man daran nichts. Es ist so nervig, man kann nur innen das Muster ändern. Naja, das Ende wäre, glaube ich, so lustig anzusehen. Naja, lustig im Sinne von mitleiderregend, ja. So, wenn wir direkt mal umdesignen, das Ganze hier. Aber wenn ich jetzt hier 10 Stück oder sowas habe, die alle... Ist das nicht grau? Das ist dunkel. Hm, okay. Mal gucken. Ist ja alles sehr, sehr unterschiedlich hier. Naja. Ich kann es dann nachher so verkaufen, dass das alles unterschiedlich an der Wand aussieht, weil das so gewollt ist oder so. Mal schauen. Wohl eher lustig im Sinne von Schadenfreude. Ja, meinetwegen, das auch. Oh, zwei schwarze haben wir schön. Sehr schön. Ach hier, und es ist um 11. Das heißt, ich muss hier leider unterbrechen, weil ich hab's eilig. Es hat tatsächlich bei mir was hier am Sonntag auch mit der
mit der Straßenbahn bei uns zu tun. Manchmal, wenn ich es wirklich eilig habe, dass ich die Straßenbahn nutzen muss, dann möchte ich die natürlich auch erwischen. So, es ist um 11, Leute. Es ist um 11. Ich muss hier mal ganz rüde unterbrechen. Auf Ende gehen. Hier abdrehen, da zudrehen. Und hier klicken. Und dann sehen wir hier auch was. So, denn Jungs und Mädels, das wär's heute gewesen mit dem J-Stream zum Sonntag 9 bis 11 mit dem Rüben-Einkaufs-Stream Animal Crossing. Am Ende wurde es ja noch sehr quatschig, muss ich ja sagen. Schön, das hat Spaß gemacht. Also generell hat es natürlich Spaß gemacht. Und so. Ja genau, Phil4Play oder Phil4Play oder so sagt es genau richtig. Schönen Sonntag allen noch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr da wart. Jetzt kommt das Doppelgemoppelte. Vielen Dank an meine Mods natürlich. Vielen Dank an die neuen Erdbärchen. Beziehungsweise das neue Erdbärchen Jonathan Ficht und natürlich auch an alle anderen auch. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat gefallen. Bedanke mich fürs Zusehen zum dritten Mal oder so. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Wie gesagt, gerne morgen ab 18.30 Uhr wohlgemerkt. Und dann mit Battleblock Theater im Co-Lab mit GC Ruby. Ja, genau. Schönen Sonntag. Bis dahin. Tschüss.